Hallo, Freunde der Ersatzbank. Heute mit, mehr oder weniger ein Versuch, das Format irgendwie ein bisschen, nicht untergehen zu lassen. Wir müssen noch ein paar Sachen abändern. Auf jeden Fall, was wir machen wollen, ist wieder ein bisschen mehr zu einem einzelnen Thema für den Podcast zurückzugehen, statt diesen 3,5 Stunden Folgen ohne wirklich irgendein Thema, denn das ist, es kostet sehr viel Zeit und funktioniert nicht so wirklich. Dementsprechend dachten wir uns, hey, wir könnten über unsere Erfahrungen mit gewissen Konsolen oder Plattformen reden, mit wir dachten uns das, meine ich natürlich, es war meine Idee. Es war wirklich seine Idee. Es war meine Idee. Und ich habe gesagt, wir reden über den Game Boy. Yo, da ist das ein gutes Stück. Na, das ist ein sehr schlechtes Stück tatsächlich, den bekam ich damals gratis, als ich meinen Super Nintendo auf eBay gekauft habe. Der war nicht mal Teil des Gebots, der war einfach random dabei und dann, bei dem ist die Scheibe immer abgefallen. Ich habe ein paar Videos gemacht, wo man das sieht. Und dann dachte ich mir irgendwann, das nervt, dass die Scheibe abfällt. Ich habe sie mit Sekundenkleber rangeklebt. Das Problem ist aber, dass ich war dumm, okay? Das Problem ist nämlich, er hat innen drin jetzt super viel Schmutz. Das heißt, es ist auch sehr unschön und dann auch generell hat er diese paar Streifen, die sich oben und unten bilden, welche man ganz leicht mit Lötkolben entfernen kann, aber... Ja, ich hab mir noch einen anderen gekauft, der nicht komplett grauenhaft aussieht. Vergilbt ist er auch. Aber ja, ist ein gutes Gerät. Ist gar nicht so vergilbt aus. Gutes Gerät. Ist ein schlechtes Gaul, schaut man nicht ins Maul. Das ist ein schlechtes Stück. Das ist die Vorderseite. Tatsächlich, der Gameboy, da ist er. Nee, er ist vergilbt, würde ich sagen. Achso. Ah, genau, ja, doch. Ich meine, aber so, so schlimm ist er auch wieder nicht. Ist nicht Super Nintendo. Ich glaube, man sieht es besser, wenn man bei Moggy in der Wohnung steht. Also, macht das. Lass mal hingehen. Das könnte sein, ja. Allesamt. Überzeugt euch selber davon. Hattet ihr einen Gameboy? Nein. Ja. Oh, Johnny auch nicht? Ich hatte keinen Gameboy, aber meine Tante, darauf habe ich gespielt. Okay. Oh mein Gott. Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern. Ja, was wolltest du sagen, Marie? Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern. Es war ein malerisches Weihnachten. Ich glaube, der kam irgendwann im Sommer raus. Das heißt, ich habe ein bisschen später bekommen, scheinbar. Es war ein malerisches Weihnachten und unter dem Weihnachtsbaum lag einfach diese riesige Packung, wo dann der Gameboy, der fette Gameboy drinne war, den damals gab es noch keinen anderen, also war der für mich Stein. War der für mich einfach perfekt. Und ich glaube, Tetris lag bei. Der Tetris und lag. Natürlich lag Tetris dabei. Und Super Mario Land 2. Mario Land 2 war schon das draußen. Das Stück direkt. Ich war direkt das beste Spiel. Und das habe ich auch gespielt. Schon. Und ich habe immer in Erinnerung gehabt, dass ich das richtig viel gespielt habe. Und dann habe ich es irgendwann 20, 30 Jahre später nochmal gespielt, oder erst 20 Jahre später. Und festgestellt, dass du keine Welten gesehen hast jemals. Ich kann, glaube ich, die ersten beiden Welten. Also, die Schildkröte ist so eingebrannt. Das Spiel hat halt keine Speicherstände, ne? Warte. Warte mal nicht. Ne, warte, Johnny, für dich ist die Schildkröte das erste oder zweite Level? Weiß nicht, die Schildkröte ist so super eingebrannt, dass ich einfach auf der Karte rumgelaufen bin und dann hat diese Schildkröte mich gefressen. Ich gehe immer im Uhrzeigersinn durch, das heißt, ich mach die Schildkröte immer zuletzt, wenn du jetzt hier als eine der ersten Level bezeichnest. Man kann ja hin, wohin man will. Ja. Ist schon eine der ersten, Moment, habe ich Mario Land 2 gesagt? Das habe ich aber auch als eine der... Ja, du hast 2 gesagt. Ich meine Mario Land 1. Ja, das ist natürlich noch älter. Ich sage gerade, Schildkröte ist von Teil 2, aber... Nein, Teil 1 hatte ich. Teil 2 spielt er natürlich auch. Okay, ich habe mich schon gewundert, weil Teil 2 schon ein gutes Stück später rauskam. Genau. Teil 1 ist wahrscheinlich das erste Videospiel, wo ich richtig wahrgenommen habe, was Mario ist oder generell, was überhaupt Videospiele so zu bedeuten haben. Was die Essenz das? Von Mario hat er erst richtig wahrgenommen. Also einfach das erste Mal von diesem Super Mario gehört habe ich, als mein Vater immer erzählt hat, dass er wieder beim Löwen ist, auf diesem komischen Gerät, was meiner Tante gehört. Ja, natürlich ist es Dings oder halt irgend so ein ägyptisches Endboss-Thema. Und für ihn war immer, ich bin wieder beim Löwen. Für ihn war das kurz bevor Ende des Spiels. Also als hätte er es einfach durchgespielt, wenn er den Löwen hat. Er hat immer so lange gebraucht, jemals überhaupt zum Löwen zu kommen. Und irgendwann später habe ich erst festgestellt, dass das der erste Boss aus der ersten Welt ist. Und dann habe ich das Spiel irgendwann mit 12 oder so auch erst durchgespielt, weil ich als Kind das gar nicht greifen konnte. Ich fand das so schwer. Also, ich habe, glaube ich, noch nie durchgespielt. Ich habe Mario Land 1, Teil 1. Teil 1 habe ich zum ersten Mal vor einem Monat sowas durchgespielt. Oh ja, ich habe auch. Und ich habe 40 Minuten gebraucht. Ich habe die Münzen gesammelt, die One-Ups gesammelt, weil ich hatte das Spiel damals auch. Ich hatte so eine
Ich hatte so eine Cartridge ausgesehen, es war so eine 128:1. Da waren aber im Endeffekt nur 8 Spiele oder so drauf und dann noch 120 Mal mit verschiedenen Cheats aktiv. Also da wurde man schon mit dem Bootleg ein bisschen betrogen, muss man sagen. Und da war halt auch Mario Land 1 drauf und dann, ich kam nie sonderlich weit, ich war auch sehr schlecht, logischerweise. Und ja, da war ein Spielstand, der war mit 128 Leben. Die Leben wurden angezeigt als, ich glaube, es war einfach nur dieser Mario-Kopf, X und dann Feuerblume, Pilz oder sowas. Oh, was? Alles, was über die 100 hinausgeht, wird dann einfach nur zu Symbolen. Und dann irgendwann, wenn ich oft genug gestorben bin, habe ich dann gesehen, dass die 99 auftauchen, dachte ich mir, oh nein. Oh, und am Ende des Spiels der Countdown war ich halt wirklich bei den letzten 10 Leben oder sowas. Oh, ich war so schlecht. Das heißt, wenn dein Vater solche Probleme hat, wenn er gesagt hat, oh, ich habe den Löwen geschafft, das ist... Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich auch. Ich habe als Kind das überhaupt nicht hinbekommen. Und Mario Land 1 ist ja auch relativ schwer zu steuern. Ja, ist schon. Ja, darauf wollte ich hinaus. Also, ich habe es auch irgendwie vor 2 nicht Jahren mit Land 1 und 2 das erste Mal durchgespielt. Und mit Land 1 würde ich, abgesehen von Land 2 mit dem letzten Level, Land 1 habe ich viel mehr Probleme gehabt, weil es ist ganz komisch. Mario, also du musst ja erstmal in eine Richtung lenken, bevor du springst, weil wenn du in der Luft bist, kannst du Mario überhaupt nicht steuern. Und alle anderen Mario-Spiele funktionieren in der Hinsicht komplett anders und das irgendwie in seinen Kopf reinzubekommen ist. Stimmt, du springst und dann ist es. Es ist auch komisch, wenn dann man springt. Dann betest du, dass er es schafft, dass er irgendwie den Sprung so macht, wie du willst. Wenn man springt, fällt er okay langsam, wenn man irgendwo runterläuft, einfach vom Abgrund, dann wie ein Stein. Ja, stimmt. Ja. Das muss man an ein paar Stellen auch machen. Man denkt sich, oh, das ist so viel zu weit, aber er fällt so schnell. Er klippt auch gern mal durch das Ende von irgendeinem. Also man weiß, hier gleich endet irgendwo wahrscheinlich die Hitbox, aber manchmal ist es viel früher, als man denkt. Und dann ist er einfach schon weg. Oder generell ist die Hitbox in dem Spiel total interessant, weil man so, es gibt sogar so kleine Geheimgänge und so, wo man plötzlich so doch hochspringen kann, obwohl es gar nicht so aussieht. Also ich glaube, im ersten Pyramidenlevel kann man so einen Fahrstuhl nehmen und so. Ja, den habe ich nicht gefunden. Ja, da gab es so viele Geheimnisse, die unter unseren Geschwistern und so ausgetauscht wurden. Irgendwie war da doch was, wie kriegen wir das hin? Es gibt auch super viele Röhren, in die man rein kann, dann hat man einfach diese kleinen Räume und die sind voll mit 100 Münzen oder so. Und das ist das einzige Mario-Spiel, in dem ich tatsächlich die dummen Münzen gesammelt habe, weil ich mir dachte, zum einen, es gibt super viele. Du brauchst die Leben. Schwierig. Außer man kann das Spiel halbwegs sein, kann man es natürlich in einer Viertelstunde durchspielen, aber... Das ist Mario Land 2. Das ist Land 2. Nein, das ist, wenn du reingehst in die Geheimgänge. Nein, das ist Mario Land 2, die Halloween-Zone, glaube ich. Dann haben sie es reused. Das ist, wenn du reingehst in die kleinen Secrets in Mario Land 1. Ah, okay. Ich finde es... Also an sich das Lied... Ziemlich sicher, dass das ist. Es gibt es definitiv aber in Mario Land 2. Ja, das kann sein. Und wenn man die Superbälle dabei hat, ich glaube, so heißen die Superballs, dann kommt man ja immer richtig... Das fand ich auch cool, ja, man hat so nicht die hatten. Feuerblume, sondern einfach diese Metallkugel, die dann auch... Ja, diese Kugel. Das ist so komisch. Und die generell die einfach wegfliegen. Auf dem normalen Level... Die Koopas in dem Spiel sind einfach Bomben. Die explodieren. Ja, stimmt. Es sind natürlich keine Koopas, ich weiß den Namen nicht, aber so ich Aliens weiß, sie heißen anders irgendwie. Ja. Sie haben einen japanischen Namen. Ich glaube, es ist einfach nur Koopa auf Japanisch, aber ich weiß auch nicht mehr. Koopa auf Japanisch heißt, glaube ich, Noko Noko. Ja, kann sein, dass sie so heißt. Sie hat auf jeden Fall, ich glaube, es war irgendein japanischer Name, den die Gegner in dem Spiel haben. Das haben sie irgendwie nicht übersetzt. Was beschämend ist, sich niemand die Mühe gemacht hat, die Gebrauchsanleitung, in der Gebrauchsanleitung die Namen der Gegner zu übersetzen. Kennt man das immer Lokalisierung. So ein Ausreißer auch der Mario-Reihe, weil es ja von diesem Gameboy-Erfinder auch super weiß wurde. Ja, genau. Aber das macht für mich so magisch. Ich habe so... Frühe Erinnerung an dieses Spiel. An alle der Reihe. Alle Mario Land-Teile haben mich super geprägt. Also Mario Land eines der frühesten Videospiele, wo ich überhaupt richtig viel Zeit mit verbracht habe, weil ich da nicht so schlecht war. Und, naja, Mario Land 3. Mario Land. Ich liebe es. Ich habe 2 Gameboy-Spiele hier liegen und wie es der Zufall so will, ist eins davon Wario Land. Das ist so stark. Das hat so gute Musik und Animation und ich mag das so gerne, obwohl es auch sehr seltsam ist eigentlich und auch langsam. Aber das war sehr kinderfreundlich dadurch. Bis auf, dass ein Kumpel von mir bis vor ein paar Jahren, wo ich ihm das gezeigt habe, nicht wusste, wie man die Level abschließt, weil man muss oben B drücken. Dann nimmt Mario so eine Münze in die Hand und dann schmeißt er die ins Ziel. Und das wird einem am Anfang zwar gezeigt, aber das hat er als Kind nie gewusst. Und auch meine Geschwister haben es nur von unseren Cousins oder so erfahren. Und sonst hätten wir das auch nie weiterspielen können, dieses Spiel, weil man einfach nicht über das zweite Level hinauskommt, wenn man das nicht weiß. Ich glaube, man kann sogar jederzeit die Münzen werfen und da auch Gegner werfen oder so, wenn man dumm ist. Als Waffe benutzen, das ist super. Echt? Ich habe es nie gespielt, tatsächlich. Mario Land muss ich unbedingt mal wieder durchspielen, weil ich habe es damals halt auch super gerne gespielt.
Und ich habe auch ohne irgendwelche Hilfen aus dem Internet oder so, weil ich hatte damals kein Internet oder aus Zeitschriften, weil das Spiel war an dem Punkt super alt und keine Zeitschrift hätte darüber jemals mehr was geschrieben. Ich habe trotzdem alle Schätze gefunden. Es hat lange gedauert. Ich erinnere mich, glaube ich, speziell an ein Level, das war, ich glaube, es war ein Wasserfall-Level oder so. Und da habe ich so lange gebraucht, um irgendwie den letzten Schatz zu finden. Oh, ich glaube, es gibt in jedem Level drei Schätze zu finden oder sowas. Weil die Türen unsichtbar sind hinter diesen Wasserfällen. Plötzlich kannst du nach oben drücken, kannst reingehen. Durch eine Tür, die gar nicht sichtbar ist. Plötzlich ist man in einem anderen Raum. Ja, das kann gut sein. Ich weiß auch noch, irgendwas mit dem Wasserfall-Level, da klingelt was. Ich habe noch nie alle Schätze geholt im Spiel. Das ist für mich auch so super unmöglich. Ja, ich wollte damals unbedingt, keine Ahnung, vielleicht ist es so eine Sache, wo ein bisschen bei mir Instinkt gekickt haben, die gesagt haben, wir können das, ich kann jetzt nicht einfach die Lücke da lassen und nicht das perfekte Schloss am Ende bekommen. Man besiegt als letzten Boss den Djinn. Und je nachdem, wie viel Geld man hat, das Konzept, dass die Luigi's Mansion recycelt haben, lustigerweise, so ein bisschen. Stimmt. Je nachdem, wie viel Geld man hat, bekommt man ein größeres Haus. Ich glaube, das erste ist einfach nur so ein Vogelhäuschen. Oh, so ein Vogel, genau. Und dann, dann wird es immer ein bisschen größer. Ich habe dann auch, je nachdem, wie viele Schätze ich hatte oder welch bisschen was hatte, dachte ich mir, oh, ich muss nochmal den letzten Boss machen. Ich muss sehen, was ich bekomme. Weißt du, was du als höchstes bekommst? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war ein Schloss. In Wario Land 2 hat Wario so ein Schloss am Anfang. Und genau, das ist sogar das Schloss aus Mario Land 2, ne? Weiß ich nicht mehr. Das sieht also so aus. Ist Mario Land ein Prequel? Das sieht so ähnlich aus. Es ist lustig, wenn dem so ist, aber ich kann es am besten nicht sagen. Ist kein Prequel, so weil her. In Wario Land kommt Mario auch angeflogen im Helikopter und klaut einfach diese Statue, die man da an dem Album hat. Mario ist ja so böse in Mario Land 1. Das ist so witzig. Okay. Ja, das Höchste, was man bekommt, ist ein Planet, soviel ich weiß. Einfach nur so ein ganzer Planet, den Mario okay, bekommt, warum nicht? Wenn man so richtig dumm viel Geld hat. Aber ansonsten ist der anstrebsame höchste Preis dieses Schloss, ja. Ich glaube, das behält er dann auch canonmäßig. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn man alle Schätze hat, dann bekommt man einfach eine Sache, die dann festgelegt ist. Aber ich kann mich da auch täuschen. Ich meine, es gibt einen Planeten. Ich glaube, ich habe den irgendwann mal gesehen. Aber wenn das nur ein Schulhofsgerücht ist, dann hat es sich bei mir richtig festgetan. Keine Ahnung. Ich meine, es ist ein ganzer Planet. Wenn du das Fahrrad für die 1 Million Poké-Dollar kaufst, dann kriegt Wario einen Planeten. Ich stelle mir halt echt gerade vor, dass es einfach, es klingt so sehr nach einem Kumpel von mir, der einfach nur sagt, oh, du hast das Schloss. Ja, ich habe aber einen Planeten bekommen. So einfach noch mehr. Stimmt, ja. Scheiße, vielleicht gibt's das gar nicht. Ich habe 2 Planeten bekommen. Ich habe ein ganzes Universum bekommen. Ja. Ich glaube, Johnny, du solltest dir mal so ein All-Endings-Wario-Land oder so reinziehen. Und so lange wird das nicht dauern. Ich sollte es einfach selber mal versuchen. Ja, oder so. Ich würde es eigentlich versuchen, wenn ich... Ich habe gehört, ich habe bei Pizza Tower gespielt. Und ich habe irgendwie gehört, Pizza Tower orientiert sich am Wario Land. Wario Land 4. Aber an der Reihe. Ah, Wario Land 4. Und ist auch mehr Teil 4 auch, weil man dann zum Anfang, also mit und dem... Ich bin, glaube ich, auch der einzige... Und Land 2 auch. Und ich muss sagen, ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, wenn ich die Steam Reviews glauben darf, bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der Pizza Tower nicht mag. Und ich schätze mal... Schade. Und vielleicht mag ich dann Wario Land auch nicht. Wario Land 1 ist sehr anders. Bei Steam Reviews muss man halt sagen, Maeve, was willst du reviewen? Keine Ahnung, ich mochte es halt nicht, ist gut gemacht und sowas, aber mochte ich nicht. Keine Ahnung, ist eine schlechte Review. Was? Ich weiß auch nicht, worauf du gerade hinaus. Ich meine, das ist überaus äußerst positiv oder so. Ja, ich weiß, weil du, ja, aber. Und da ich es nicht mag, muss ich einer der wenigen sein, die es nicht so mögen. Das darauf wollte ich hinaus. Sehr, sehr spaßig. Ich habe es immer noch nicht gespielt, obwohl ich darauf gewartet habe, dass es rauskommt. Das solltest du mal machen, dann, Johnny. Ja. Ja? Aber ja, Wario Land-Teile sind sehr unterschiedlich. Okay. Teil der dritte 4, ist auch ganz seltsam. Ich würde sagen, in Teil 4 kannst du auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, der ist super. Teil 1 und Teil 4 sind effektiv, bis auf die Tatsache, dass man die Ramme machen kann, komplett unterschiedliche Spiele, aber das ist okay. Aber ich meine, Pizza Tower orientiert sich auch an Wario Land 2. Vor allem grafisch auch. Die Farbgebungen sind so voll Game Boy Color-artig. Übrigens, ein Game Boy Color hatte ich, damit das, also, falls es dazu noch kommt in ja, der Folge. Ja, aber das ist ja auch ein Game Boy. Das genau, deswegen. Ja. Also, ich hatte schon einen Game Boy, aber halt nicht den klobigen ersten. Und meine Tante hatte einen Game Boy Pocket und ich glaube, Freunde von uns hatten den Backstein, den Maeve auch hatte. Und meine erste Videospielerfahrung müsste entweder Land 2 oder 1 gewesen sein. Wahrscheinlich auch beides. Und Tennis. Nee, nicht Tennis. Tennis auch, aber. Wie hieß das so? Paperboy. Habt ihr Paperboy auf dem Gameboy gespielt? Ich hab's da, aber ich hab's nicht gespielt und ich will's auch nicht spielen. Ich hab's auch überhaupt nicht verstanden als Kind. Das war so
langweilig und seltsam und ich habe nur reingeschissen die ganze Zeit. Ich dachte mir so, das ist so wenn wir, oh mein Gott, ich hatte auch so ein Gameboy-Spiel, das war damals von dem Flohmarkt. Da waren natürlich noch super viele Gameboy-Spiele üblicherweise, die man da haben konnte, weil die wollten Leute loswerden, bekamen auch super günstig. Und eins, was ich dann hatte, war, ich glaube damals lief man auch, keine Ahnung, Spider-Man 2 oder so im Kino noch. Und ich hatte dann halt so ein Spider-Man-Spiel. Und ja, das kenne ich. Es ist irgendwie, ich weiß nicht mal, wer ist der grüne Kobold, wer ist der Bösewicht auf seinem komischen Flieger oder was auch immer. Green Goblin. Green Goblin, genau. Der war, glaube ich, der Gegner in dem Spiel. Und es war halt an sich so ein Sidescroll, man konnte dann auch, man war im Sidescroll unterwegs, konnte auch ein bisschen mit einem Spinnennetz sich irgendwie herumspielen. Die scheiß Netze waren so schlecht auf dem Gameboy. Aber ich konnte in diesem Spiel... Ich habe nichts geschafft, ich kam nie weit. Ich habe so oft versucht, ich habe alles abgesucht. Ich habe nicht verstanden, was das Spiel irgendwie von mir will. Ich habe irgendwann herausgefunden, dass man sich mit einem Spinnnetz herumschwingen kann, aber ich kam trotzdem nicht weiter. Ich kam keine 2 Minuten ins Spiel rein und ich war am Ende von dem, was ich geschafft habe. Ich habe so oft nochmal neu versucht. Das Spiel hat mich so sauer gemacht. Irgendwann muss ich es mal wieder spielen. So viele von diesen Spielen. Ich habe aber sowieso das Gefühl, als Kind, also wirklich als Kind, seine Erfahrung mit zu spielen. Man hat oft das Spiel nicht richtig gerafft noch als Kind. Man hat einfach so gespielt und cool Animationen oder so, Bei den Spielen damals war es halt auch so, dass sie viel von dem Inhalt, wie es funktioniert, dass sie es einfach die Gebrauchsanleitung geschrieben haben. Mhm. Und die Gebrauchsanleitung und die Hülle hat natürlich jeder direkt weggeworfen bei den Spielen. Das heißt, wenn man das auf Flohmarkt geholt hat... Ich konnte noch nicht lesen, okay, als ich die ersten Gameboy-Erfahrungen gemacht habe. Verständlich, warum Leute einfach so diese Packung und die Gebrauchsanleitung und sowas weggeworfen haben. Das haben nämlich Gameboy-Spieler immer gemacht. Ich hatte ja keinen und ich weiß, das haben Leute bei Game Boy Advance-Packungen gemacht und dann irgendwann bei DS fand ich es komplett psychotisch, dass Leute die weggeworfen haben. Was ist los mit euch? Ich habe sogar die ganzen N64-Boxen aber damals behalten, eben weil ich die Bedienungsanleitung, auch wenn ich nicht lesen konnte, voll gern durchgeblättert habe. Ich fand das immer super komisch, wenn Leute gesagt haben, jo, ich habe gar keine Hülle mehr, ich habe keine Gebrauchsanleitung. Ich meine, bei mir, ich weiß nicht, wo meine hin sind. Ich habe die Gebrauchsanleitung auf jeden Fall behalten. Ich meine, ich habe die Hülle nicht gezielt weggeworfen oder so, aber keine Ahnung, ist halt ein Kind. Die waren halt aus Papier und waren dann so. Ja, ich rammte es halt mal versehentlich drauf und dann gesehen, ja gut. Ist jetzt auch nicht. Ich kenne Leute, die hatten das dann so Tesafilm und so noch wieder gefixt. Das sah halt auch einfach alles scheiße aus. Da hat man wahrscheinlich irgendwann gesagt, okay. Und dieser eine Kumpel von mir, der das vielleicht mit dem Planet auch war, der hatte ja eine Familie, da hatte jeder von denen einen Gameboy. Das war für mich, weil wir gerade über den Gameboy reden, die Gameboy-Familie. Wirklich, die waren so für viele unserer Mitschüler auch, die sind richtig über die hergezogen. So, diese Familie ist so verstrahlt und andere Eltern auch. Also die anderen Eltern waren auch der Meinung, die gucken zu viel Fernsehen und die haben alle Konsolen und so. Die gucken zu viel Fernsehen. Insofern war das natürlich der Kumpel, bei dem ich gerne Zeit verbracht habe. Mit dem habe ich mich gern getroffen. Er hat nämlich Essen bekommen und dann wurden wir vor den Fernseher gesetzt. Und das hätte ich zu Hause nie gehabt. Du musst also sagen, das, was die Eltern gesagt haben, es war vielleicht ein bisschen gemein, aber ein Funken Wahrheit. Die waren sehr verstrahlt, würde ich auch sagen. Und ich habe es geliebt. Und, aber sie haben Planeten besessen. Und jeder von denen hatte halt einen Gameboy. Planeten. Die Schwester, der Bruder. Ich dachte mir, wieso teilt ihr euch nicht ein? Also es spielt doch nicht jeder gleichzeitig. Und beide Eltern hatten einen Gameboy. Und die Mutter hat nur Tetris natürlich und Yoshi gespielt oder Mario's Cookies. Fucking eins von Yoshi Cookies. Also, ja, irgendwie dieses Spiel. Gar nicht, ich habe das Spiel zum ersten Mal gesehen, dachte ich mir, oh shit, ein Yoshi-Spiel auf dem Gameboy, ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Und es ist einfach nur dumme Kekse sortieren. Ist so Puyo-artig, Puyo-Puyo oder... Warte mal, nee, es ist so viel simpler als Puyo-Puyo. Ne? Okay. Warte mal, das ist nicht Yoshi wie auf dem NES mit den Eierschalen-Dingern, die du dann unten, wo du die ganze Zeit unten die Sachen switcht. Hauptsächlich sind es halt Kekse. Kann sein, dass noch ein paar Eierschalen dabei sind, aber... Wie haben sie das irgendwie nochmal neu aufgelegt mit Eierschalen? Oh mein Gott, Yoshis Cookies ist halt schon mit Yoshis Keksen. Oh mein Gott, ich erinnere mich an Mario Picross, das besitze ich ja immer noch. Das war eins dieser Spiele, die ich gar nicht verstanden habe. Mario Picross für ein Gameboy? Ja, da kam ich überhaupt nicht voran. Das klingt fantastisch. Ja, ich habe das nicht verstanden. Ich wusste nicht, wie Picross-Spiele funktionieren. Ja, das klingt wie meine Minesweeper-Erfahrung damals. Genau so. Ich hatte auch Minesweeper nie verstanden. Ich finde Picross leichter zu verstehen als Minesweeper. Ich habe Minesweeper auch nie verstanden, weil es mir nie erklärt wurde, was da überhaupt abgeht. Ich weiß erst seit ein paar Jahren, wie Minesweeper geht. Ja, und da sind Leute immer so voll erstaunt. Hä, man weiß das doch einfach. Als ich rausgefunden habe, wie Minesweeper geht, muss einem jemand mal erklären. Als Kind hat man immer, oder als Jugendlich hat man immer so geklickt und dann so, oh, jetzt habe ich eine Bombe. Und dann hat man rausgefunden, dass ich habe mich so schlau gefühlt, als ich rausgefunden habe, wie Rechtsklick funktioniert. Da dachte ich mir, warte, was, wenn ich überall Rechtsklick ranmache?
Hab ich jetzt gewonnen. Irgendwann habe ich mich dann gefragt, was heißt eigentlich die Zahlen, die da stehen? Dann habe ich das halt mal gegoogelt und dann, oh, so funktioniert das Spiel. Und mir hat man immer gesagt, die Zahlen sind dafür da, um anzuzeigen, wie viele Bomben in der Nähe sind. Aber niemand hat mir gesagt, dass die Ecken auch zählen und nicht einfach die anliegenden. Ich habe immer mit den Ecken angefangen. Ich dachte auch, ja, aber was heißt in der Nähe auf dem Feld? Ja, was heißt auf in der Nähe, die Ecken zählen? Ich hab's nicht gecheckt. Das wusste ich ewig nicht. Das erklärte so viel auf einmal für mich. Wir sollten eine Folge über Minesweeper machen. Was sollten wir? Wir haben viel zu erzählen. Die Familie hat auf jeden Fall, warum ich das erwähnt habe, die Gamerspiele in so einem Sack aufbewahrt und nicht in ihren Packungen. Und sie hatten im Keller einen riesigen Keller. Wie, warum im Keller? Weil die so einen Zockerkeller hatten. Okay, ja. Da war auch der PC. Die hatten nicht alle einen eigenen PC. Die hatten nur einen PC zu der Zeit. Aber alle einen Gameboy. Geringverdienerfamilie, aber okay. Solange es den Kindern gut geht. Dieser Schulfreund von mir hat zu seinem Geburtstag seine eigene Website von seinem Vater bekommen. Also die waren irgendwie voll drin in sowas. Das war dann seinname.de. So, und da waren aber auch richtig, richtig, also aus heutiger Sicht richtig gefährliche Infos drauf. Und da drauf gegangen ist, da war so ein Satellitenbild, wo die wohnen und so, einfach als kleines Gimmick. Und so ein kleines Snake-Spiel. Naja, was heißt gefährliche Infos halt? Damals hat das halt niemand gejuckt, aber naja, war halt heutzutage auch nicht. Du kannst ja auch ein Telefon, du schon, keine Ahnung, siehst du, keine Ahnung, so Telefonnummer von Leuten oder was auch immer. Bist du im Telefonbuch? Ja, aber man hat da so richtig Schulweg und so halt. Oh, Schulweg, okay. Hätte man sie einfach erkennen können und solche Sachen. Aber das ist halt nicht passiert. Aber das war auch nur so, da hat man gar nicht dran gedacht. Das war nur, ey, du hast deine eigene Website, da geht ja eh niemand drauf, außer deine Freunde. So war das eher gedacht. Ja. Auf jeden Fall hatten sie diesen in meiner Welt magischen Sack voller Videospiel und voller Gameboy-Cartridges, wo ich einfach wühlen kann wie in einer Lego-Kiste. Sowas, ja, wollte gerade sagen, sowas hatten wir neues, früher mit Lego, so Säcke mit Lego-Steinen drin. Halt. Genau, so ein neues schmackhaftes Spiel drin finden kann. Und irgendwann habe ich rausgefunden, der Sack war irgendwie was ganz anderes und nur oben war noch so ein Deckel und auf dem Deckel lagen super viele Gameboy-Spiele. Aber ich dachte, der ganze Sack ist voll mit Gameboy-Spielen. Einfach betrogen. Der war riesig. Das war wie der Sack vom Weihnachtsmann oder so. Den fand ich immer so krass, als ich den gesehen habe. Meine prinzipielle frühe Gameboy-Erfahrung ist ähnlich. Ich habe die Geschichte auch öfter erzählt, aber wenn wir über den Gameboy reden, das muss nochmal erzählt werden. Und zwar, als ich auf dem Gameboy gespielt habe, ich weiß nicht, ob es damals auch die ersten Videospiele waren, die ich gespielt habe, es ist so lange her. Und zwar bei meinen Großeltern, da wohnte auch meine Tante quasi im ersten Stock bei dem Haushalt. Und mein Cousin, das ist, wie viel älter als ich, er ist, ich glaube 10 Jahre älter. Und er hatte halt auch einen Gameboy und sowas. Und ja, wir waren halt immer zu Besuch und er war, keine Ahnung, nie wirklich dann da, wenn wir mit der Familie dann da waren und sowas. Aber sie haben dann auch immer die Gameboys geholt. Sie hatten 2 Stück da. Meine Tante selber hat immer Tetris darauf gerne gespielt, hat dann ganz genauso stolz erzählt, bei mir gewesen, dass sie die Rakete gesehen hat. Ja. Yeah. Die das übliche Boomer-Videospiel-Geschwätz. Habe ich die Rakete in Tetris gesehen? Denn ich bin beim Löwen gewesen. Genau, und sie hatten halt dann, also meine Schwester und ich, wir haben dann immer jeweils einen Gameboy gehabt. Meine Schwester hat immer den Gameboy Pocket verwendet. Ich aus irgendwelchen Gründen hatte immer was für den übrig. Irgendwas an der Handhabe. Ich musste immer den holen. Ja. Der Game Boy Pocket ist einfach der erste Game Boy, aber halt im Color-Format, richtig? Ja, die Größe vom Color und das Display ist nicht grün, sondern schwarz-weiß. Aber es ist immer noch ein super deutlicher. Viel Ghosting. Okay. Der war super, super klein. Also als ich vom Game Boy auf den Game Boy Pocket dann umgestiegen bin, ich war fasziniert von diesem Gerät. Und ich war die Tasche. Und ich war erschrocken, dass ich erfahren habe, dass die alle gar kein Backlight hatten. Das kam erst viele Jahre später. So aus für der Erinnerung hätte ich gesagt, boah, die haben bestimmt geleuchtet unter dem Bett. Und es gab damals in Japan. Du brauchst eine Leselampe. Am besten funktioniert es echt in so einem Zimmer, wo du auch lesen würdest. Ich hatte dieses komische Set mit allem drum und dran für den Game Boy Color allerdings. Und da war dann auch so eine Lampe oben dran, so ein breiter Griff. Ist so, eine Lupe war dran. Das ist so seltsam. Und ich habe es bestimmt einmal benutzt alles. Und dann habe ich langsam immer eins nach dem anderen abgebaut und irgendwann war am Ende nur noch der Akku, glaube ich, drin. Ja, das ist schon ein bisschen dumm. Spiele, die sie da hatten, ich weiß nicht genau warum, ich weiß nicht, ob irgendjemand die Nintendo Power abonniert hatte oder so vor meiner Zeit, aber sie hatten nur das Beste vom Besten auf dem Game Boy da. Ich meine, vielleicht hat sie auch ein, 2 Müllspiele, ich weiß nicht, aber sie hat natürlich logischerweise Tetris. Mario Land 1 brauchen sie nicht, hatten sie nicht da, ist nicht nötig. Mario Land 2, Kirby's Dream Land, Donkey Kong, also dieses Game Boy Donkey Kong Dingens.
Ja, das ist das Beste von. Das hatten Nachbarn von uns, die das, ich konnte da nie was erkennen. Ich dachte mir, was sehe ich da gerade? Ich habe das gerne gespielt, aber mein Lieblingsspiel war natürlich Mario Land 2. Ich weiß noch, das war ein Level, bei dem ich ewig gebraucht habe, war dieses das Zahnrad-Level in der Mario-Zone. Oh. Und dann noch die drei Schweinchen, die fliegen. Oh, das war die Mario-Zone. Ich glaube, ich habe ein tolles Spiel für den Gameboy. Ich glaube, ich habe ein Jahr gebraucht, um Mario Land 2 zu besiegen. Immer wieder, wenn wir da waren, dann konnte ich ein bisschen was machen, also um es durchzuspielen. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich es... Ich glaube, ich habe es sogar irgendwann mal geschafft, was mich gerade ziemlich wundert, weil das letzte Level natürlich berüchtigterweise super schwer ist. Ja, das Castle ist krass. Und ich glaube, Kirby's Dream Land war damals dann das erste Spiel, das ich tatsächlich jemals durchgespielt habe. Ich meine, es ist ein super kurzes Spiel. 25 das ist für viele Minuten, wahrscheinlich wenn man langsam ist. Und es ist halt auch super einfach. Aber Kirby's Dream Land 1, ich spiele es zum heutigen Tage wirklich gerne. Es ist einfach ist ein schönes, super kurzes Spiel. Float einfach. Ja. Ab und zu spiele ich es auch gerne durch. Ich finde es cool. Habe ich, glaube ich, gar nicht gespielt. Hattest du einen Hub mit so mehreren Eingängen am Anfang? Nein. Oder ist das ein anderes Kirby? Du kannst auch keine Fähigkeiten noch übernehmen in den Teil 1. Nee, das ist das Kirby mit den 5 Leveln einfach. Ist das das allererste Kirby überhaupt? Ja. Was Sakurai mit 19 oder so einfach mal entwickelt das. Hat. Das ist so cool. Das war sogar da noch, wo Miyamoto und Sakurai sich nicht ganz einigen konnte, welche Farbe Kirby haben wird. Mm. Und deswegen haben sie ihn weiß auf dem Boxart gemacht. Aber ja. Wer hat gewonnen? Wer war für Pink? Sakurai. Ja, stark. Miyamoto wollte gelb. Gute Entscheidung. Wie gelb. Genau das Gelb wie bei Smash. Ich weiß auch nicht. Gelber Kirby, das ist gelber Kirby. Aber dafür... Aber dafür hat die Namensgebung Sakurai verloren. Der wollte nämlich, dass er Kirby Popopo heißt. Deswegen wäre ja viel besser auch zu DDD gepasst und so weiter und so fort. Das ist richtig. Aber ja, meine Erfahrung mit dem Gameboy fing früh an. Ich war 4 oder so. Ich habe gerade angefangen, richtig Deutsch lernen zu sprechen zu können. Und ich war komplett obsessed mit dem Gameboy. Und ich weiß, ich habe das immer noch im Kopf, wie ich einfach alles und jeden, der ein Gameboy hatte, nicht in Ruhe gelassen habe, dass er mir davon erzählen soll. Oder wenn ich bei denen zu Besuch war, auch als ich älter war, noch in der Grundschule oder so. Jedes Mal, wenn die ein Gameboy hatten, wollte ich, ja, lass mal Gameboy spielen, lass mal Gameboy spielen. Ich wollte unbedingt so einen Teil haben. Ich hatte zwar eine N64, aber irgendwie fand ich die N64 nicht so cool wie den Gameboy. Oh, das aber ist interessant. Auch ein bisschen, es lag halt mitunter daran, dass alle Kinder so um mich herum natürlich. Ich meine, damals lief auch Pokémon, Pokémania war riesig, der Anime war da, habe ich natürlich gern geguckt und so ein Shit. Und die ganzen Kinder haben natürlich auch immer über Pokémon geredet, was sie da gefangen haben, was sie gelevelt haben. Und immer wenn ich was davon gesehen habe, war ich so fasziniert von diesem Spiel und dachte mir, nichts auf dem N64 hat sowas. Diese wahrscheinlich schwer heute nachzuvollziehen, aber. Aus Kinderaugen Pokémon damals, diese gigantische Freiheit, die dir dieses Spiel. Es ist wirklich schwer, vielleicht nachzuvollziehen. Das ist ein bisschen wie ein Gefühl. Tamagotchi nur viel krasser, so nur interaktiv viel krasser. Und so. Und da war ja auch so ein Craze. Genau, du kannst so viel Shit einfach machen, die fangen, leveln, über rumlaufen. Das hat mich nicht in Ruhe gelassen für Jahre in meiner Kindheit. Als ich es dann irgendwann gespielt habe, dachte ich mir, ja, ist cool, aber da war ich schon erwachsen und wusste, wie man auf dem PC Gameboy-Spiele spielen kann. Das waren Zeiten. Das waren Zeiten. Da habe ich mir irgendwann so diesen Traum endlich erfüllt. Aber ja, irgendwie, meine Gameboy-Erfahrung war immer, dass ich das haben wollte. Warst du so alt, dass du zum ersten Mal dir den Emulator runtergeladen hast, oder was? Nee, ich war jünger, aber irgendwie habe ich mir gedacht, lass mal Gameboy-Spiele spielen. Das, okay, du warst also nicht wirklich erwachsen. Nee, doch, ich war schon. Ich müsste 17, 18 rum gewesen sein, definitiv. So spät. Ja. N-ROMs oder so waren. Da war ich also N64-Spiele habe ich gespielt, wie blöd, aber keine Gameboy-Spiele. Irgendwie, ich hatte kein Interesse an Gameboy-Stuff. Gameboy Advance wiederum habe ich auch viel gespielt, aber nicht normalen Gameboy. Den habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund dann irgendwann komplett ignoriert. Und dann irgendwann, echt spät, habe ich erst Pokémon gespielt. Und dachte mir, ja, ist cool. Ich mag immer noch Gen 1 von den ganzen Kanto-Spielen sogar am meisten. Aber die Zeit hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich wollte so unbedingt einen haben. Und ich verstehe bis heute nicht, warum meine Mom mir keinen kaufen wollte. Sie sagte immer, oh, das ist schlecht für die Augen. Dabei war Pokémon das andere war Konsolen krass. Waren kein Problem für dich, ne? N64 durftest du ja haben und so, beziehungsweise das gehörte ja sogar deinen Eltern. Irgendwie, ich glaube, sie mochte den Gameboy nicht. DS fand sie super cool, aber Gameboy fand sie, glaube ich, scheiße.
Pokémon war auf jeden Fall super krass damals, aus meiner Erinnerung, weil ich hatte ein NES und da kannte man schon ein bisschen längere Spiele auch. Und der Game Boy war ja dann so unterwegs, also war etwas kürzere Spiele für mich. Beim Mario Land hatte für mich nur ein Level oder zwei. Mhm. Weil es ist ein ultra kurzes Spiel. Selbst wenn ich war einfach so schlecht in den Spielen. Ja. Halt, ja, aber auch wenn du gut bist, ist es immer noch keine 20 Minuten. Und das andere Spiel, was ich halt hatte, war Tetris. Und dann halt, kam irgendwann halt Pokémon. Und zwar hatte ich Pokémon Blau. Und mein bester Kumpel hatte Pokémon Rot. Wir haben uns ein Link-Kabel. Boah, als ob ihr eins hattet. Ja, ich glaube schon. Geholt dann aber erst später, weil es war, glaube ich, arschteuer. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, dass mit Pokémon so ein großes Spiel auf dem Konsole, also auf dem Handheld kam, der einfach so viele Stunden verschlungen hat. Und das war, glaube ich, das erste Spiel, was so richtig lange ging, was mich dann so richtig ins Gaming eigentlich, glaube ich, reingezogen hat. Weil alle anderen Spiele, die waren jetzt nicht so lang, ein, zwei Stunden vielleicht immer. Und dann, ja, war es das. Aber das ja, Gameboy-Spiele waren immer so Gelegenheitsspiele und ein RPG ist halt, ja. Wenn man noch nie eins gespielt hat und dann Pokémon kommt, denkt man, das ist das größte Spiel der Welt. Und das hat ja, genau richtig das reingezogen halt, ja, ja. Das war wirklich das größte Spiel der Welt. Ja, ja, und es war auch sowieso auch ultra beliebt, also jeder hatte das und... Ich durfte nie den Spielstand spielen, deswegen kam ich vielleicht auch in Pokémon, wo ich nie so war, weil ich bin ja nicht der größte Fan. Ich war ja immer so anti dieser Trend und das ist alles dämlich und so. Johnny war mehr der Fan von den Experimenten aus Lilo und Stitch. Alter, das war der Hammer. Oh, ich liebe die Experimente aus Lilo und Stitch, aber das war ein bisschen später. Ich weiß nicht, wieso ich Pokémon so eine Abneigung hatte, obwohl ich zum Beispiel Pokémon Pinball geliebt habe. Also es ist, ich mochte, glaube ich, die Pokémon Monster selber ganz gern, aber den Anime konnte ich irgendwie nicht gucken und dann war ich so scheiße. Anti eingestellt. Oh, ja, aber dann war ich immer so langweilig, du dann nur Bilder hast und dann nichts passiert ist in den Kämpfen, weil das ist tatsächlich etwas, das habe ich öfter dann gehört, als ich dann gemerkt habe, durch Pokémon und dann später Paper Mario, ich liebe RPGs, denn immer wenn ich meine Begeisterung teilen wollte, auch noch sehr jung, Grundschulzeit, fanden Leute es immer sehr komisch, ja, warum stehen die da nur rum? Warum machen die da nichts? So, das ist irgendwie, ich konnte die Begeisterung nicht rüberbringen. Manche Leute fanden das einfach super lame und langweilig. Ich habe bis heute eine Abneigung gegen dieses gridbasierte Laufen. Auf dem Gameboy macht das noch komplett Sinn, aber da war ich schon so eingestellt auf Wario Land und auf andere Spiele, wo das nicht so ist, dass wenn man den Charakter einen nach links steuert, dass er einen Block läuft, wie in Pokémon. Das hat mich so gestört. Ich dachte mir immer so, diese Spiele sind so seltsam kariert und eckig und das finde ich schlecht. Das ist doof und so, keine Ahnung. Also ich sehe komplett auch, wofür das damals gemacht wurde. Ich habe auch jetzt immer noch viel Kritik daran, dass ich es teilweise immer noch designe wie ein Gameboy-Spiel, aber damals, warum ich es nicht mochte, macht eigentlich keinen Sinn. Aus meiner heutigen Ansicht sind das gute Spiele für ein Gameboy gewesen. Aber ich war so gegen den Trend von Yu-Gi-Oh! Und Beyblade und so. Ich brauchte immer ein bisschen, um damit warm zu werden. Ja, ich war immer so richtig Kika absichtlich geschaut. Anti. Nee, wenig. Ja, ich nur auch, aber trotzdem haben mich all diese Trends. Nein, ich habe immer Super RTL und damals alles geguckt, aber wenn zu man wenig das, wenn man dieses komische, wenn man eins von diesen komischen Kinderserien Intro-Quizzes macht, die es auf YouTube gibt, wo in die ganze Kika-Scheiße kommt, Wunschpunsch und sowas. Johnny da kennt sie alle. Oh. Ich kenne aber alle. Ich kenne die Anime ja trotzdem. Okay, ich habe nicht viel Kika geschaut. Ich habe Super RTL geguckt und wenig Pokito, das stimmt. Also ich habe Dragon Ball nie mitbekommen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Keine Ahnung. Voll, ja, das weiß ich auch nicht. Voll schade. Ich bin kein Kika-Kind, wenn ich es vor mir sehe. Dragon Ball Z würde ich verstehen. Halt Dragon Schnauze. Ball Z lief damals ich mochte Kika überhaupt nicht so gern. Ich habe da wirklich Johnny nur die Anime gefühlt. Johnny hat einen Tweet gemacht von nicht allzu langer Zeit und der war irgendwas von wegen, alle machen sich drüber lustig, dass jemand ein Kika-Kind war, aber Bernd das Brot hat dann jeder geschaut. Es war ein bisschen anders. Ja, aber das ich fand's auch nicht. Ich fand's seltsam. Ich habe Bernd das Brot nämlich überhaupt nicht geguckt. Und zwar, nein, ich find's interessant, dass es zum einen relatable ist, zu sagen, niemand hat Kika geschaut. Aber das genauso relatable ist es zu sagen, Sender. Oh, hat es euch auch so traumatisiert, damals aufzuwachen und plötzlich hat Bernd das Brot euch vollgeschrieben. Schalt ab, schalt ab, schalt ab. So, das sind so dieselben. Wen hat das traumatisiert? Warum sind Leute immer von einem von Comedy traumatisiert? Ja, genau das. Exakt das. Bernd das Brot war super lustig. Also gefühlt dieselben Leute behaupten dann, sie haben die Kika geguckt, aber sagen auch, oh ja, das war mal so gruselig. Ja, wahrscheinlich war es so gruselig. Ja, natürlich. Ja, aber ungeachtet dessen habe ich alle anderen Gameboy-Spiele immer viel mehr. Also hatte ich immer das Gefühl, die sehen besser aus als Pokémon. Keine Ahnung warum. Ich meine, das tun sie auch. Ja, jo. Ja, vielleicht deswegen. Dein Pokémon wurde von 4 Leuten gemacht, also. Oh,
krass. Über sechs ja. Jahre hinweg oder so, es war, ja, war, die war haben, ein wilder die haben Zyklus. Die haben zwischendurch zwei andere Spiele gemacht, weil sie Geld brauchten für Nintendo. Krass. Ach so, genau, und ich durfte die, das wollte ich sagen, ich durfte die Spielstände meiner Geschwister nicht verändern und anrühren und deswegen konnte ich gar nicht richtig warm werden mit Pokémon, einfach mal von Anfang an spielen und so, deswegen haben mich die Spiele immer total verwirrt. Ja, das durfte ich auch nicht. Weil ich in irgendeiner Stadt gespawnt bin und dann rumgelaufen bin und ich durfte auch nicht speichern und so, also da hat das für mich gar nichts gebracht und ich hatte gar keinen Spaß damit. Also, und ich durfte immer leveln, aber keine Pokémon fangen. Das passt jetzt zwar nicht zur Gameboy, aber ich hatte auch mit meiner Schwester so eine Abmachung bei GTA San Andreas oder was das war. dass sie die Mission nicht spielen darf. Aber sie durfte rumfahren und alles machen. Und immer, wenn ich das Spiel wieder gestartet habe und spielen wollte, hatte ich immer ein total aufgemotztes, aufgepimptes Auto. Weil die immer mit den Autos zu den Werkstätten gefahren ist und alles reingemoddet hat. Dazu kann ich euch kurz ein Geständnis machen. Und zwar, okay. Das war bei einem Freund von mir damals, der hatte einen großen Bruder und die hatten auch San Andreas dann auf dem PC oder war es Vice City, ich weiß nicht mehr genau. Und dann, er wollte halt immer nicht, dass sein kleiner Bruder ja den Spielstand halt überschreibt. Das heißt, wenn er dann das Spiel gespielt hat, er hat dann immer seinen Spielstand zweimal gespeichert. So eine Sache, die sie mal gemacht haben. Und dann habe ich, keine Ahnung, irgendwas auf dem Spielstand von seinem kleinen Bruder halt gespielt. Dann dachte ich mir, oh ja, jetzt speichern. Und dann habe ich den Spielstand vom großen Bruder überschrieben. Und zwar beide, weil sie ja immer zweimal abspeichern, damit genau das nicht passiert. Und dann habe ich so getan, als wäre nichts passiert. Und dann, sie haben noch ein bisschen gestritten, wie es unter Brüdern so der Fall ist darüber. Und, und bis heute hast du es nicht erzählt. Wir fahren es jetzt. Ja, ich habe seit 16 Jahren keinen Kontakt mehr. Aber ja, und jetzt gucken sie die Folge. Ja. Irgendwer schickt dem die. Jetzt auf jeden Fall kam es dann zu der grausamsten aller brüderlichen Strafen, nachdem sie sich natürlich durch... sie hatten, die Konsole wurde weggenommen. Sie hatten so eine... so eine Haushälfte und dann, sie hatten quasi den ersten Stock davon und da haben sie sich bestimmt dann wahrscheinlich kurz dann umhergejagt noch. Oh Gott, was kommt jetzt? Und es kam dann die grausamste aller brüderlichen Strafen, nämlich musste er dann den Spielstand wieder so weit spielen, wie sein großer Bruder war. Ah, natürlich. Heber ist ja du nicht spielst doch so weit, wie ich war! Oh nein, ich muss ein Videospiel spielen. Ist, glaube ich, ein langes Spiel. Naja, das geht so. Es ist, nee, also wenn man auch. Nein, es ist ein super langes Spiel, was? Vor allem, wenn man. Ja, nicht vor allem so gut damals, ist. Ne? Ja. Naja, es wird schon. Meine Berührungspunkte mit dem Pokémon-Spiel ist eigentlich relativ interessant, dass ich das damals nicht hatte, weil ich war auch sehr besessen von Pokémon, auch weil ich mir die ganze Zeitschrift und sowas und auch die Karten fand ich super cool. Den Anime echt nicht? Für 2 Wochen bestimmt und danach dachte ich mir, Digimon ist schon cooler. Schuss in den Ofen. Ich mochte den voll gerne, den Anime. Ich fand den richtig. Und Digimon dachte ich mir so, wer braucht schon Digimon, wenn man Pokémon hat? Der Anime von Digimon soll so gut sein. Also, da sind ja Jahre Unterschied. Ich meine, du bist 2 Jahre älter als ich, ne? Ich glaube, also ich habe Pokémon direkt, als es halt losging, mitbekommen. Das war, ich weiß noch, als ich gerade in die erste Klasse kam, ging das Ganze los in Deutschland. Ja, wollte gerade sagen, da war ich nämlich 4, dann müsstest du 6 gewesen sein. Aber Digimon kam später, da war ich nämlich schon in der Grundschule. Das mit Digimon ist jetzt nicht unbedingt. Ich fand den Pokémon-Anime halt generell nicht so stark, keine Ahnung, aber ein bisschen später kam halt Digimon. Also es ist jetzt. Digimon soll ein sehr guter Anime sein halt. Ja. Und die Spiele nicht so. Genau, und die Pokémon-Spiele, ich war, glaube ich, immer interessiert daran, aber ich hatte keinen Gameboy. Ich bekam den Gameboy an sich generell, also meinen eigenen Gameboy Color, dann erst, als ich 9 oder 10 Jahre alt war. Und dann auch mit der Kristall-Edition, das war dann natürlich. Da habe ich erst dann so viel darauf gespielt. Davor war auch immer so die Situation, das war, ich glaube, ich war 7 oder 8 Jahre, da bekam meine Schwester zur Kommunion einen Gameboy Color mit, ich meine, das Gameboy Color, wie das trotzdem dazu zählt, mit Donkey Kong Country. Ist und? Nämlich, also haben wir doch eine super ähnliche Erfahrung mit den eigentlichen Gameboy bei Tante gespielt. Der liegt auch bis heute noch auf der Toilette, das wollte ich vorhin noch anmerken. Derselbe Gameboy ist immer da, damit man auf der Toilette Unterhaltung hat, liegt er da. Und dann den Color irgendwann später erst selbst besessen. Das ist bei mir nämlich genau so passiert. Und Morgi und ich haben irgendwann festgestellt, dass wir beide so, also es gibt jetzt nicht so viele, die starke Kindheitserinnerungen mit Donkey Kong Country für den Color hatten. Das, es ist tatsächlich eins der meistverkauften Color-Spiele. Das ist super. Wirklich? Das war so. Irgendwie Platz 12 oder sowas. Also das war so gut. Bisschen. Also, es ist ja, halt besser als der. Als die. Ja, Donkey es ist Kong das Land Problem, dass, wenn man das sagt, dann denken viele Leute, dass man Donkey Kong Land meint. Ja. Ich wollte gerade sagen, warte mal, da ist ein Unterschied.
Ja, genau. Das ist einfach so ein Comfy Feeling. Ich hatte die Diskussion mit dir schon dreimal. Mit Fully schon mal, ja. Ich glaube, ich habe dir das schon öfter erklärt. Du hast schon so oft gesagt, dass es einen Port gibt für den Color, ja. Ich bin mir auch sicher, dass das öfter auch. Ja, ich denke halt natürlich an die Donkey Kong Country Teile für den Game Boy, aber. Das würde man Land nennen. Ja, die auf dem Gameboy sind die heißen Land. Pass auf. Die heißen Donkey Kong Land. Für den alten Gameboy sind die Land-Teile. Die haben auch gelbe Cartridges, ähnlich wie Pokémon Game. Aber Color haben andere Spiele. Yeah, da ist das gute Stück. Der Fokus schaltet gleich um. Ich habe den aktuell auf langsam gestellt. Es ist eine der durchsichtigen Cartridges. Ja, es ist Pokémon Game Boy Color Spiel. Donkey Kong Country. Ja. Es hat auch den Gameboy Printer Support. Da kann man dann die Buchstaben ausdrucken, wo dann die Gremlins und so aus den Buchstaben zu sehen sind. Du konntest auch angeln, da gab es dieses Minispiel, da konntest du angeln und die Sachen irgendwie ausdrucken und so. Das Angel-Minispiel ist übrigens arschlangweilig. Das Main-Menü aus dem Spiel ist so ein komisches Render von dem Donkey Kong 64 Donkey Kong, der das Fass über seinem Kopf hält. Und dadurch sieht es so seltsam aus, dieses Menü, weil man gar nicht weiß, dass er in so einem Sumpf steht in Donkey Kong 64. Deswegen sind seine Füße so ganz kurz. Ich dachte mir so, was ist mit diesem Donkey Kong los? Ja, das hat mich auch steht so irritiert. Und dann, als du mir gesagt hast, das ist eigentlich einfach nur ein Bild aus Donkey Kong 64, dachte mir, oh mein Gott. Ich glaube zumindest, also... Es ist aus Donkey Kong 64. Also ich habe das Bild von Augen, aber ja. Das ist super, super witzig, dass sie das Donkey Kong 64 Menü für den Port des SNES Donkey Kong Countries, für alle, die es noch nicht verstanden haben, also es gibt das allererste Donkey Kong Country als Port für den Game Boy Color. Das ist ein Downgrade natürlich. Ja, boah, genau, wie gut der aussieht mit seinem Backlight. Ja, guckt euch Donkey Kong an, wie komisch seine Füße wirken. Ja, weil seine Füße sehen so seltsam aus, weil er so im Sumpf steht. Ich dachte, das ist eine Wiese oder so, ja. Oh, bei mir kam keine Beine. Bei mir kam heute neuer Game Boy Color an. Da habe ich, weil der Game Boy Color an sich, er hat halt mit Infrarot kann ein paar nette coole Dinge machen. Deswegen dachte ich mir, ich hätte glaube ich einen mit, wo ich Videos dazu mache. Ich hätte einen mit Backlight, der kam heute an und der ist super cool. Und ist auch speziell, lass mich mal ohne Spiel machen, damit man es sehen kann. Ist auch speziell so einer, der noch ein 25% größeres Bild hat, was an sich auch super cool ist. Wenn ihr danach suchen wollt, also natürlich auch super, um normale Game Boy Spiele abzuspielen, falls man das so weit haben will. Filmt man üblicherweise, wenn man nach Game Boy Color IPS V2 sucht. Ja, und dann kann man den schon finden. Man kann auch verschiedene Dinge einstellen. So ist der super cool. Das wollte super ich mal eben anmerken. Ich lieb's. Ja, der sieht super aus. Bei meinem, wenn wir bei Donkey Kong Country aber gerade sind, das war, ich lasse mal noch dazu zählen. Ich meine, wir werden keine Game Boy Color Folge machen, weil der Game Boy Color ist eigentlich schon hart scheiße, wenn wir ehrlich sind. Der nächste Schritt ist der Advance. Ich glaube, der Game Boy Color ist von Nintendo's Plattformen. Ausgenommen der Virtual Color ist Boy. Super cool, Maeve, aber man kann nicht so viel erzählen. Wie der Game Boy Color ist, glaube ich, der mit der sowieso zu Game Boy mit der höchsten Dichte an schlechter Software. Der Game Boy Color hat so um die 1000 exklusive Spiele, okay? Und es ist halt fast alles nur Zeug, Shovelware, die auf Filmen und Serien basiert. Der Game Boy Color hat unfassbar viele Spiele, aber die ist fast alles komplette Grütze. Ich meine, wie der Color, das ist ja immer das Ding, viele Leute, und ich kann voll verstehen, wie man darauf kommt, sagen, der Color ist die nächste Konsole nach dem Game Boy gewesen, aber irgendwie war das so ein ganz komischer Übergang einfach. Es war so ein Übergang, aber er ist schon die nächste danach, weil er ist auch hardware-technisch stärker und er hat natürlich auch die Farben aber und sowas. Ja, aber Nintendo zählt den trotzdem wie der komplett zum Game Boy, die trennen das gar nicht und dann, wie du sagst, das ist so viel Shovelware. Wie lange hat der gelebt? Eigentlich essentiell nur Er hätte generell auch gar nicht rauskommen sollen, aber sie haben mit dem Game Boy Advance noch länger gebraucht, deswegen haben sie gesagt, hier ist der Color. Der Advance kam halt echt kurz danach. Das Ding hatte nicht mal einen richtig vollen Lebenszyklus. Es ist halt 3 Jahre. Ein ganz skurriles Ding. Zu demselben Weihnachten. Sag ich in 3 Jahren. Ich war, glaube ich, vielleicht in der richtigen Zielgruppe, weil für mich war das eine ultra lange Zeit, also das war genau meine Gameboy-Zeit wahrscheinlich. Das war die Hälfte meines Lebens zu der Zeit bestimmt. Ja, eben. Oh ja, bei dem Gameboy Color, shit, habe ich auch damals in meinem Gameboy Color-Video erzählt, egal. Fällt mir gerade auf. Ja gut, das könnte man meinen. Das Video ist super schlecht gealtert, also okay, sollte jemand mehr anschauen. Ich wollte ihn auf dem Game Boy Color unbedingt spielen, aber meine Schwester wollte den dann auch manchmal irgendwie selber darauf spielen und sowas. Es war ja auch nicht meiner. Das heißt, ich habe ihn dann immer genommen und ich mich irgendwo versteckt, um ein bisschen Game Boy Color spielen zu können. Und es gab dann ein paar Streitereien, die wir hatten, was dann dafür gesorgt hat, dass sie aus Trotz zum Beispiel den Spielstand gelöscht hat von Donkey Kong. Oder was sie dann auch ganz gerne mal gemacht hat, war einfach ein bisschen...
im ersten Level, wenn man das Straußenbonus-Level hatte, einfach Leben zu farmen, bis sie 99 Leben hat, was wir natürlich gebraucht hätten, um im Spiel weiterzukommen. Ah, die Story kenne ich. Und dann hat sie den Gameboy ausgemacht. Hätte ich mal besser ihn nicht das heimlich so oft genommen. Was für eine sadistische Einstellung gegenüber. Für mich wäre eine Welt zusammengebrochen wahrscheinlich damals. Ja. Das ist gemein. Aber das an Konsolen vorbeigehen und die ausschalten, das war irgendwie bei uns auch. Also. Mhm. Wundervoll. Oder immer schon, oh, auch so auf den Reset-Knopf gekommen. Der ultimative Power-Move. Wenn meine Schwester das bei mir gemacht hat, dann konnte ich das immer meiner Ma erzählen. Und wisst ihr, wer recht bekommen hatte? Ich. Boah. Weil das von ihr scheiße war. Meine Mutter hat sofort natürlich verstanden, das kannst du nicht machen, das ist scheiße. Ja gut, deine Mutter hat auch selber gezockt. Die hat, ja, genau, die hat den Pain verstanden. Ja, genau, viele Eltern haben also das. Also ich hätte mir gar nicht erst die Mühe machen müssen, zu versuchen, meinen Eltern davon zu erzählen. Ja. Ich hatte halt Glück. Ich hatte absolut Glück damit. Die hätten uns einfach generell den Game Boy Color dann weggenommen für ein, zwei Wochen oder so. Ich weiß noch, wie wir kämpfen mussten. Wir mussten meine Eltern so sehr anflehen, dass wir einfach nur mal eine Konsole über Nacht laufen lassen dürfen, damit wir Mewtwo in Smash Bros. Melee bekommen, weil man irgendwie einfach, wir wollen einfach ein paar Spielstunden farmen, um diesen Charakter zu haben. Einfach mit Fox von der Stage runterfliegen können. Na, irgendein Smash-Charakter haben wir auf jeden Fall, wollten wir freischalten, indem wir die Konsole nachts einmal laufen lassen. Ich weiß nicht mehr, warum das nötig war, aber wie sehr sie einfach dachten, das ist die größte Energieverschwendung überhaupt, als würden wir sie arm machen dadurch, dass wir einmal das nachts machen. War das irgendwie so 999 Leben verlieren und man hat seine Controller irgendwie so gemacht, dass sie die ganze Zeit rumlaufen? Kann auch sein, dass wir Tape dran gemacht haben. Wir haben öfter mal Sachen so gemacht. Mit Klebeband am Controller. Also und so. Freunde, ich als jemand, der diesen berüchtigten Sommer hatte, wo er viel Zeit, aber keine Memory Card hatte und auch ein bisschen ein, zwei Mal Melee gespielt hat, bis er Mewtwo freischaltet. Die Konsole ging nie aus. Lass mich euch erzählen, wie man Mewtwo freischaltet. Es gibt zwei Wege. Weg Nummer 1 ist, wenn man, wie viel Stunden, ich glaube 40 Stunden Spielzeit braucht man oder so, und da war natürlich, da zählt mit jedem Controller, wenn man dann alle, das habe ich nicht gemacht, wenn man dann alle vier Controller angeschlossen hat, hat man ihn dann, wenn 10 Stunden Spielzeit vergangen sind, konnte man dann freischalten. Okay. Die andere Möglichkeit war 700 Versus Matches machen. Ja. Und ich habe dann Fox genommen, dann habe ich einfach Start gedrückt, wenn ich möglichst schnell auf eine random Stage komme und dann zur Seite und B und den Tod immer nur mit einem Leben. Und so haben wir dann auch alle Charaktere nach und nach freigeschaltet. Ja, irgendwie Leute sowas haben wir auch heute gemacht. Heute, dass man was tun muss, um die Charaktere freizuschalten. Aber wenn ich das schon höre, denke ich, das ist so nervig. Es gab viele Wege, um Charaktere freizuschalten, Fully. Es war nur zusätzliche Option, sie freizuschalten, indem du einfach nur Multiplayer spielst, wenn Leute das mögen. Deswegen hat man jeden Charakter, ich glaube außer Mr. Game & Watch, auch für eine gewisse Menge von Versus-Matches freigeschaltet. Schon, aber die waren gar nicht mal so niedrig, oder? Ja, die waren also relativ hoch, die ganzen Zahlen davon. Ja. Aber generell ist aber ganz genau, dass das die Option da war. Aber es gab ja auch viele Dinge, die im Singleplayer dann waren. Wenn man zum Beispiel das 100-Mann-Melee mit irgendeinem Charakter gewinnen muss, ich frage mich, welche Leute da gewinnen. Da hat man immer Falco bekommen, ne? Ich meine, es gab eine Belohnung, ob es ein Charakter war oder so, dafür, dass man halt einen Kampf super viele Minuten verstreichen lässt oder so. Irgendwas, was wir halt über Nacht laufen lassen konnten. Nee, insgesamt muss einfach so viel Zeit vergangen sein. Achso, okay. Also auch, man muss nicht runterfallen. Ja, nee. Dann haben wir es. Ich glaube, wir haben es auch deswegen gemacht, weil wir hatten das Spiel schon mal alle freigeschaltet und haben es irgendwie verloren oder hatten plötzlich unsere eigene Memory Card oder so und das war nur von Kumpels oder so gewesen. Und auf jeden Fall hatten wir deswegen gedacht, das dauert uns jetzt zu lange, das zu grinden. Wir lassen die Konsole einfach nachts laufen, damit wir das kriegen. Und das war halt so unerhört für unsere Eltern, dass wir so süchtig nach irgendwas sein könnten, dass irgendein elektrisches Gerät nachts laufen muss. Das hatten die so richtig. Das habe ich auch seltsam. Mal. Seltsam. Die hatten richtig Angst, dass wir da so also halt verstrahlt sind. Das ist eigentlich. Das habe ich auch mal bei Pokémon versucht. Ich hatte nämlich auch bei meinem Game Boy Color. Ich hatte glücklicherweise so ein Akku-Pack. Damals waren die irgendwie super riesig, es war dann so eine riesige Beule, aber das konnte man dann auch anschließen. Mhm. Was ein bisschen problematisch war, wenn man den Kopfhörer anschloss tatsächlich, hat man es dann aufgeladen. Das war ein bisschen nervig, weil das Kabel selber hatte dann Wackelkontakt und da musste ich das dann immer zurechtbiegen und das war sehr unangenehm. Aber was ich da auch versucht habe, war, ich wollte einfach meine Pokémon leveln und ich wusste nicht ganz, wovon es abhängt, dass Pokémon in der Pension gelevelt werden. Mhm. Es ist natürlich gelaufene Schritte. Das wusste ich nicht. Ich dachte mir, dann werde ich einfach den Gameboy laufen lassen. Und wenn ich dann wieder aufstehe, ist mein Pokémon super hoch gelevelt in der Version, richtig? Ja. Nicht ganz. Super. Aber generell Pokémon Kristall war, das war für mich, als ich das hatte, das ultimative Videospiel.
konnte halt so viel machen. Und es war damals auch noch eine Sache, aus irgendwelchen Gründen war noch super viel von diesen ganzen Schulhofgerüchten noch super präsent. Absolut. Und ja, ich habe auch in den Zeitschriften viel Zeug gelesen. Und ich dachte mir dann an irgendeinem Punkt, als ich Pokémon unterwegs war, dachte ich mir, es gibt ja natürlich so Zäune und so, wo nicht auf die andere Seite kannst. Ich dachte mir, Mann, wie komme ich auf die andere Seite? Da ist bestimmt ein neues Gebiet oder so. Weil man halt so viel Schwachsinn irgendwo gelesen und gehört hat immer. So viel Spielen wollte ich immer dahinter und so, ja. Oder Bill's Garden war auch ein gutes Beispiel dafür. Der Weg für mich, den ich gehört habe bei Bill's Garden, was man dafür machen muss, ist, und ich hatte das Gefühl, der war einfach war ein wunderschöner Weg für die zweite Generation. Und zwar, dass man einfach alle Evoli-Formen dabei haben muss, weil er mag ja Evoli und bekommt die eins von ihm. Also Evoli, Aquana, Nachtara, Blitzer, Psyana und Nachtara, was dann 6 Pokémon sind, die musst du dabei haben. Du hast zweimal Nachtara gesagt. Ja, dann meine ich Psyana. Und die musst du ihm dann zeigen. Und dann kommt man in Bill's Garden. Was eine super Sache ist zu sagen, weil niemand bekommt das auch wirklich hin. Weil muss man auch erst herausfinden, als man herausgefunden hat, wie man Pokémon züchten kann. Man kann Starter-Pokémon mehrere haben, indem du einfach so mit einem Ditto eine Pension gibst. Was? Oh, in unserer Klassenzeitung, in unserer Klassenzeitung standen so Tipps und Tricks von ein paar Zockern aus unserer Klasse, die dann so geschrieben haben, wie man Pokémon klont und so. Das haben sie dann richtig. Oh, das Klonen! Bei Speichern, ja, wenn es 2 Punkte ist, ausschalten. Die, da waren richtige Anleitungen, haben Mitschüler von mir geschrieben, wie man Pokémon klont. Das war super. Das war auch immer so ein Ding, wenn wir irgendwie damals auch meine Grundschulzeit, als wir auf dem Spielplatz waren, ganz oft hatten Leute natürlich ihren Gameboy dabei und haben Pokémon gespielt. Ich sehe definitiv, warum ich so besessen davon war. Alle um mich herum alle haben mich aufgehört, dass du spielst. Deswegen war ich so an. Und ich konnte nie mitmachen, aber die waren dann irgendwann so, ja, man kann Pokémon klonen. Und dann habe ich ja immer gesagt, ja, das klingt voll cool, macht mal. Dann haben die ewig versucht, ein Pokémon zu klonen. Das hat nicht geklappt. Aber was, wenn die Pokémon ein Bewusstsein entwickeln und sich fragen, warum sie überhaupt hier sind? Was machen wir dann? Wie weit wollen wir noch gehen? Naja, aber ich kann mich noch mal gut an eine Anekdote erinnern. Das ist der erste Pokémon-Film. Aus der Schulzeit, wo wirklich alle Pokémon gespielt haben. Und wir hatten irgendeinen Unterricht, wo wir was lesen mussten. Und alle leise sein, das in Ruhe lesen. Und man hat dann einfach in der Ruhe, man hört nur so dieses Atmen von manchen Leuten und so. Und dann hört man einfach nur dieses Bling! Von Gameboy halt. Es hat sowas super so humoristisches. Das haben wir nicht verloren, ja. Diese alten Gameboy-Sounds einfach super laut in so einer Stille plötzlich zu hören. Irgendwo in der Ecke spielt die und dann kommt, geht so ein Kampf los. Ja, genau. Ja. Genau, der Gameboy ist auch noch mit so einem Teil gebondet, damit er irgendwie super laut wird. Ich weiß nicht, wer danach gefragt hat, aber er hat auch irgendwie einen extra lauten Lautsprecher und. Das war sehr laut. Ja, es war noch nicht mal ganz laut aufgedreht. Das war gut laut. Es kann sehr laut gehen und ich weiß nicht warum. Wer hat einen Gameboy Kalle gehabt und dachte sich, Mann, ich wünschte, der könnte doppelt so laut sein. Was? Geht nie laut, es kann nie laut genug sein. Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Bei dem Gameboy, was ist denn was ist euer relativ moderner Stand damit? Habt ihr noch Berührungspunkte mit dem guten alten Gameboy? Mit dem nicht so viel wie mit oder dem Gameboy Advance. Color. Gameboy Color zählt jetzt auch dazu in dem Fall. Mein Gameboy Color, ich bin jetzt gerade nicht zu Hause, aber da würde ich mich sonst umdrehen und zeigen, dass er immer noch hinter mir liegt. Der Color in seiner Original. Es war so eine komische gelbe Tragetasche und die hatte so einen ganz gewissen Plastikgeruch und den hatte ich natürlich mit an Weihnachten ausgepackt und das roch so richtig intensiv nach diesem Industrie-Gestank und ich liebe diesen Geruch dadurch natürlich, dass er so nostalgisch ist, dass ich immer noch danach. Ich kann immer noch ein bisschen dran riechen und er ist so ganz, ganz entfernt. Riecht es immer noch nach diesem, ein bisschen. Das ist nach diesem nur, Weihnachten. Das ist doch nur noch in seinem Gehirn. Ich kann das richtig, ich muss es richtig inhalieren. Es riecht hauptsächlich nach Staub. Und dann muss ich niesen. Aber ich freue mich immer wieder, da mal einen Zug zu nehmen. Also du hast gefragt, das mache ich wirklich manchmal. Ich sehe das da liegen und denke mir so, oh, jetzt ein bisschen Weihnachten schnüffeln. Also ich hatte auf jeden Fall diesen durchsichtig transparent lilanen. Den Game wollte ich so unbedingt haben. Und dazu hatte ich halt das auch transparent, dieses ganze Set mit Lampe und allem. Also es war halt. Das wollte ich nicht haben. Das hat halt dazu gepasst. Und ich finde ab und zu noch so Teile von diesem ganzen Set, also diese Lampe oder so, finde ich. Aber ich finde diesen scheiß Gameboy nicht mehr. Der muss irgendwo sein. Ich müsste eigentlich mal eine richtige Suchaktion starten durch Kisten im Keller und so, aber.
Ich würde ihn gerne mal wiedersehen. Ich würde ihn noch mehr spielen, meinen, wenn die Knöpfe nicht abgenutzt werden. Ich kann leider nicht mehr gut drauf spielen, ohne so richtig doll drücken zu müssen. Mario Land kriege ich nicht mehr so leicht durch. Ja, das ist bei meinem anderen Game Boy Color, also bei dem nicht gemoddeten, bei dem ist das inzwischen auch ein Problem, dass der B-Knopf irgendwie ich da ganz fest durchdrücken muss. Das heißt, es ist auch nicht mehr wirklich allzu gut spielbar. Und manche Spielstände funktionieren natürlich nicht mehr, außer man tauscht die Batterie irgendwie aus und lötet da eine neue rein. Ja. Mir fällt auf, ich war ein richtiger Freund von diesen Crystal-Konsolen, weil ich habe ja diesen Gameboy in Crystal Lila, ich habe die N64 in Crystal Blue, Moggy hat die Xbox in Crystal White. Ich bin aktuell ein großer Fan von diesen Crystal-Zeug. Ich hole mir auch sämtliche Controller nur noch in so einem durchsichtigen, transparenten. Deswegen sind die Color-Games so cool. Der IPS-Gameboy ist ja auch, glaube ich, transparent, also... Ich habe die Cartridge, die du gerade reingehalten hast, die Donkey Kong Country Returns... Nein, die Donkey Kong Country Color Cartridge. Da habe ich vorne dieses Bild mal irgendwann abgekratzt, um eine Prop für einen Film. Also wir haben immer so Videos gedreht. Früher, ich hatte meinen Camcorder, haben wir über irgendwas eklige Sache, sag mal. Also, dass du sowas machst, das hättest du vielleicht eine Triggerwarnung mal, hätte jemand von der raushauen können. Ich bereue es ein bisschen. Sammlerherzen sterben hier. Dieses Spiel habe ich immer noch ohne, ich habe es auch komplett nicht nur abgekratzt, sondern so richtig weggewascht. Ich habe so eine ganz cleane Game Boy Color Cartridge. Aber Moggy, was da zum Vorschein kommt, was du dahinter siehst, das ist so cool für dieses durchsichtige, also für das Crystal Herz. Da habe ich dann gesagt, das ist irgend so ein Alien-Chip, den wir jetzt hier einsetzen müssen, dann können wir die Welt retten oder so. Ich wollte das so als Platine nutzen, das Game Boy-Spiel. Deswegen habe ich es abgekratzt, damit es als Filmprop funktioniert. Und deswegen bin ich voll neidisch auf deine cleane Cartridge, die du gerade in die Kamera gehalten hast, weil meine ist einfach, die ist einfach nackt. Pokémon Crystal und so waren auch richtig cool von der Cartridge vom Aussehen. Ja, das war doch dieses... Auch die allein schon die Verpackung, die haben ja so gereflektiert und sowas alles auch. Und die waren so hübsch und hochwertig sehen die aus. Super, super cool. Und die Games, die für Color und für den Gamer noch funktioniert haben, die haben schwarze Cartridges sind das. Wie waren das nochmal? Wo oben das nicht eingedellt ist, sondern rausschaut irgendwie. Nee, die Form ist genau die gleiche wie bei normalen alten grauen Gameboy-Spielen. Ist einfach. Aber nur bei den Crystals, da ist es, da kommt's raus. Das fand ich immer sehr schön. Achso, ja, das ist bei. Also ja, bei den exklusiven Gameboy-Color-Spielen, da ist immer. Das oben ist nicht zum Reindrücken, sondern es ist nach außen gewölbt. Ja, genau. Halt's mal so ein bisschen. Stimmt. Zur Seite. Ja, genau. Das fand ich immer interessant, dass sie den Unterschied noch gemacht haben. Stimmt, es gibt einen Unterschied, aber hängt es davon ab? Oder wovon hängt das denn ab? Hauptsächlich, und dann ist auch da oben keine so eine Delle mehr drin. Was ich gerade sehe. Stimmt, die Delle. Steht mit Edding, warum hat der dumme Vorbesitzer seinen Namen drauf geschrieben? Ich sehe gerade, mich in der Platine ist noch. Der Fokus macht das gleich. Ich stelle ihn bald. Die Platinen fand ich so cool. Ich muss bei der Platine kratzen. Ist noch diese Ecke offen. Denn das war beim alten Gameboy so, damit man ihn anmachen kann, wurde dann der Regler da reingeschoben. Ja, ich sehe die Platine. Ja, und die Platine noch, ja. Ist immer noch dann das alte, wo noch das Stück fehlt. Ja, stimmt. Man erkennt es nicht gut, weil die Cartridge ziemlich schmutzig ist, aber ihr versteht schon. Ja, weil Melf gefragt hat, also die klaren Cartridges sind Spiele, die kannst du auf dem alten Gameboy nicht mehr spielen, nur auf dem Color, die funktionieren nicht. Ja, also du kannst sie theoretisch in Gameboy Pocket einlegen, weil der wird auch normal einfach von der Seite angemacht, da kommt dann eine Meldung von wegen, hey, das Gameboy Color Spiel, Dummkopf, wie wär's, wenn du mal im Jahr 1998 ankommst, Baby? Dann gibt's die Spiele, das sind schwarze Cartridges, die kannst du im Original Gameboy und auf dem Color spielen. Violent 2 ist übrigens eins davon. Genau, Violent 2 ist auf dem Color, sieht es aus wie ein Color-Spiel, also es hat eigene Farben, aber es ist noch möglich, das in 2D darzustellen. Also sie haben es so designt, dass es auch Schwarz-Weiß. Ich meine Schwarz-Weiß. Und genau, und die alten, die grauen Cartridges kannst du auch in Color legen, aber dann kannst du so mit so einer Tastenkombi irgendwie aussuchen, welche... B und in irgendeine Richtung. Runter B ist das Spiel in Schwarz-Weiß starten. Kleiner Geheimtipp an der Stelle. Echt jetzt? Ja. Kommt man immer durch. Denn scheinmäßig ist immer Rot und Grün und ich glaube nicht, dass das Rot und Grün die Standardfarben sein sollten, aber okay. Ja, das war immer... es gab so wilde Kombinationen... Da habe ich auch dann Wario Land oder Mario Land drauf gespielt auf meinem Color und dachte mir so, das ist so hässlich. Warum existiert das? Und das kann man nur in diesem kleinen Zeitfenster am Anfang, wo der angeschaltet wird, oder? Das kann man nicht später noch ändern. Ich bin wieder in meinen Unterricht zurückversetzt gerade. Bling! Ich dachte mal, das ist ein Münzsound. Links und B scheint schwarz-weiß zu sein. Ah, okay. Ich meine, wir sehen, das ist ein gutes Spiel. Mach den Sound an, ich lieb's.
das der Regler? Nee. Es sieht genauso aus wie der File Select Screen von Mario Land 2. Ah ja, genau. Aber... ähnlich, ja. Aha. Wir hören gar nichts. Da kann man so durchswitchen, ah, ja, einfach durch die Color Themes. Und da gibt es welche, die sind so, dämlich. Du hast ihre Farben gelb und schwarz. Das sieht ja einfach wie negativ aus. Ja, stimmt, das war auch so. Ich glaube, das war einfach. Wer will denn so spielen? Das war das Invertierte, das habe ich voll oft gemacht, weil ich es fand so freaky. Geil. Oh Gott, dann. Ich glaube, der Ton geht nicht mehr. Doch, der Ton geht. Ich höre ihn noch. Ah, das ist ein Geld. Ich meine, die Farbe ist nicht zu aufdringlich, aber. Die passt zu Vario, denn die ist ein bisschen. Es soll ein bisschen wie der alte Gameboy aussehen, aber es ist gelb und nicht grün. Ich verstehe nicht ganz warum. Hm. Und Vario ist blau. Oh, Ivom ist ja blau. Ja, Gott, diese dummen Farbkombinationen sind schrecklich aus. Ja, wirklich. Du willst wirklich einfach nur schwarz-weiß wählen, was links und B ist. Habt ihr irgendwelche Spiele, die jetzt total unbekannt sind für den Gameboy, die ihr aber richtig gerne mögt? Ja. Ich weiß nicht, wie unbekannt es ist, aber ich habe eins. Ich bin so froh, dass du fragst. Ich glaube nicht. Du okay. Zuerst, Mogi, oder? Ich fang es kurz an. Es gibt ein gewisses Spiel. Warte, du kannst gleich über dein Lieblingsspiel sehen. Ich halte es nur kurz schon meins. Ich habe Stranded Kids und ich würde gerne wissen, ob ihr das überhaupt kennt. Nee. Klingt wie Herr der Fliegen. Stranded Kids heißt es. Kann ich mal ein Bild reinschicken? Stranded Kids und da es fängt irgendwie genauso an wie Link's Awakening. Schon wieder Konsolenkost. Ja. Das kommt als erstes, wenn ich google, tut mir leid. Auch von Namen sogar. Ist das ein Strand-Game? Oh, ist es. Es fängt halt an wie so ein Bootsunglück halt. Ähnlich wie Link's Awakening. Du landest dann am Strand, kannst Mario aussuchen, Land. Ob du der Junge oder das Mädchen bist. Und dann musst du da irgendwie so survival-mäßig überleben. Du musst dann da mit den Affen interagieren. Yo, und Holz sammeln und dann wieder was zusammenbauen. Und ich hab da was für dich. Hast du dann ein Game Boy Color Spiel? Ich wollte gerade sagen, wenn es eine Game Boy Color Version gibt. Yo! Es gibt Survival Kids 2. Teil. Sie heißen aber Survival Kids, also vielleicht ist es auch einfach... Das ist, glaube ich, einfach nur der englische oder japanische Name oder so. Yeah. Nur für du kannst es, du kannst nochmal eintauchen in diese Welt. Okay, ich bin gleich weg. Ich spiel jetzt Survival. Meins geht's auch ganz schnell. Ich habe dieses Alligator-Pinball-Spiel geliebt. Das habe ich sogar da. Das ist tatsächlich ein super verbreitetes Gameboy-Spiel. Habe ich, glaube ich, schon mal davon gehört. Ja. Was Hell Laboratories, glaube ich, gemacht haben, bevor sie Kirby gemacht haben oder danach oder irgendwie so. Ich meine, es war auch von denen. Ich glaube auch. Und, ja. Ist ja vorgewiesen, ich glaube, es war ein sehr frühes Gameboy-Spiel. Das würde ich sagen, ist mein nischiges Game. Ich weiß nicht, wie verbreitet noch Schlümpfe im Traumland ist, weil das kennen auch Leute super viele. Leute kennen die Schlümpfe-Spiele auf dem Gameboy definitiv. Ja, die habe ich auch. Die hatte irgendwie jeder. Mochte ich nicht mal so krass gerne, aber habe ich halt gehabt und viel gespielt. Okay. Ich hab Hugo für den Gameboy, genau, das ist richtig, das ist so Hugo seltsam. Da gibt's auch gar keine Story oder so, das sind wirklich die Spiele aus der Show. Dieses mit den Flugzeugsachen ausweichen. Damals. Die Hugo-Minispiele sind oft einfach nur vier Minispiele und dann das ganze genau. Spiel, man denkt sich, das war's. Ist das jetzt wirklich, wie kann das einfach nur vier Minispiele sein? Das war mein ganzes Hugo-Spiel damals. Wow. Ich hatte damals auch einige Müllspiele. Ich erinnere mich daran, dass ich glaube, das hatte ich nicht selber, das habe ich öfter auch gespielt. Das war Morhun 2 auf dem Game Boy Color. Oh, das kenne ich! Das habe ich auch gespielt, aber ich glaube, es gehörte nicht mir. Das war wahrscheinlich eins von diesen im Sack. Naja, das ist halt... Das ist keine gute Version. Das ist übrigens nicht mein Geheimtipp, das schlechte Spiel. Mein Geheimtipp ist natürlich, es freut mich, ich hatte länger keine Gelegenheit mehr, darüber zu reden. Aber haben wir schon mal über das Abenteuer der Happy Hippo geredet? Jeder kennt das jetzt irgendwie. Es hat einen Banger-Soundtrack, das kann man nicht abstreiten. Es ist auch ein spaßiges Spiel. Es gibt Charaktere wie Susi Sonnenschein, Max Mutig, Benno Buschmann, er hat einen Knochen im Haar. Oh nein. Fucking Benno Buschmann. Und am Ende endet damit, dass ein Drache die heiße Quelle beim Vulkan verdeckt hat, weil die heiße Quelle den Vulkan kühlt aus irgendwelchen Gründen. Und bringt man ihn von da runter und Max Mutig beendet das Spiel, indem er zu dem fetten Drachen dann sagt, hey, Max, vielleicht solltest du
beim nächsten Mal sollst du vielleicht nicht mehr ganz so viel essen. Hahaha, und dann endet das Spiel und sie lachen. Aber das Spiel, es geht um Süßigkeit in diesem Spiel. Habt ihr ein Spiel basiert auf Süßigkeiten-Maskottchen gemacht, in dem der Main-Charakter am Ende jemanden dafür auslacht, dass er fett ist? Stimmt. Ja. Oh nein. Das ist einfach sehr meta, das verstehst und du. Und jetzt holt euch die Ü-Eier, aber nur zum Sammeln. Nicht also essen. Das war interessant, aber ich liebe das Abenteuer auf der Happy Insel. Was ich damals auch für ein Spiel hatte, das will ich irgendwann, ich will beim Möglichst Museum oder so mal ein Video drüber machen, wo ich unbedingt mal drüber reden muss, ist das Spiel zu der Monster AG. Da hat man entweder Sully gespielt oder Mike. Und ja, anfangs musste man noch ein paar Kinder erschrecken. Natürlich absoluter Banger-Soundtrack. Denn das ist eine Sache, wo sich der Game Boy Color doch ein Stück weit von Game unterscheidet, ist einfach der Soundchip. Und ich habe das Gefühl, der Game Boy Color hat einfach super starke Chiptunes oftmals. Das haben wir uns in Handhelden angeschaut, glaube ich. Das kann gut sein. Ich kenne das noch irgendwie, das Spiel, ja. Nee, warte, wir haben der Game Boy Advance-Version mal angeschaut. Ich glaube, die Game Boy Color-Version... Ja, die war enttäuschend. Das ja, die gesagt, war scheiße. Ja, stimmt. Aber Humorhund 2 könnte ich vielleicht auch daher kennen, dass wir das gespielt haben und du es mir gezeigt hast. Das kann gut sein. Genau, das Monster-AG-Spiel, es war an sich auch ganz cool. Das ist, glaube ich, kein Geheimtipp. Also ich kam auch in irgendeinem Level nicht weiter und dann... Es hatte so Passwörter, die relativ leicht zu erraten sind. Die waren halt immer so ein bisschen, was... Keine Ahnung, das Konzept zum Level passt. Ich glaube, sie waren einfach vierstellig oder so. Ich weiß nicht mehr ganz. Und ja, und dann halt musste man statt einem Buchstaben dann eine Zahl eingeben. Und ich glaube, was ich dann versucht habe, war einfach mal Snow SN0W. Und auf einmal kam ich in der Schneewelt raus. Oh, du hast ein Passwort erraten. Das war ein großer Moment. Stark. Nein. Das war wie dein Hacker-Moment, dein erster. Absolut, ja, ich konnte das Spiel trotzdem nicht durchspielen. Aber wenn Color Games dazu zählen, hatte ich auch noch ein paar weirde. Spiel, was eher so unbekannt ist, was du gerne gespielt hast, oder? Nee, ich kenne generell nicht so viele Gameboy oder Gameboy Color Spiele. Ich hatte Driver für den Gameboy Color, glaube ich. Das war so ein bisschen... Gameboy Color? Driver? Wenn wir irgendwann mal über die PlayStation reden, dann werde ich was über Driver sagen. Ich glaube, es war Color. Es war so ein, es ist so ähnlich wie die alten GTAs, so von oben. Du hast einfach so ein Auto gesteuert, was die ganze Zeit nur so durch die Straße fährt. Ich meine, von welcher Perspektive soll... Dann wiederum, ich hatte ein Formel 1 Spiel, habe ich auf dem Gameboy Color 1 das tatsächlich so... 3D abwirkt. Aha. Das habe ich auch schon mal gesehen. Wenn wir über den Advance reden, dann kommen die Spiele dazu, wo sie versucht haben, 3D. Nein, der Game Advance ist ein eigenes Spiel. Der Game Advance ist super. Game Advance ist eine ganz eigene Konsole. Bei Game Advance habe ich auch ein gutes Stück mehr gespielt. Der Game Color war für mich war der Game Color hauptsächlich einfach nur eine Pokémon-Plattform. Für mich war einfach die allererste. Für viele stimmt das auch wirklich, ja. Ja. Das war einfach das Erste, was mir gehört hat, was Videospiele angeht. Sonst hatte ich immer die Gamecube von meinen Geschwistern. Und der Gameboy von nicht mal von unserer Familie, sondern nur von Freunden und Verwandten. Und ja, dann hatte ich meinen Gameboy. Und zum selben Weihnachten hat dieser Kumpel, der immer vorkommt bei diesen Geschichten, hat seinen Gameboy Advance bekommen. Und ich habe mich genauso gefreut wie er. Wir waren beide super glücklich. Ich habe meinen Color gehabt, er sein Advance. Ich habe überhaupt nicht verstanden, dass seiner so eine Art nächste Generation ist. Ich dachte, wir sind da gleich auf einfach. Jeder hat sein Gameboy. Und dann haben wir auch immer getauscht und so. Mir ist es trotzdem nicht aufgefallen. Ich war so zufrieden mit meinem Color. Als ich zum ersten Mal den Advance in die Schule gebracht hatte, ich war so fasziniert davon, dass es überhaupt möglich ist technisch, ja. Ja. Also als ich meinen Game Boy Color bekam, da war der Advance auch schon seit 2 Jahren oder so draußen. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, speziell beim Game Boy, auch dadurch, dass man die Pokémon-Spiele darauf und sowas hatte, dann war es halt auch relativ egal. Ich meine, als ich war mit den 4 irgendwann. Bei Pokémon Rubin musste ich dann natürlich, als das rauskam, da musste ich natürlich langsam Advance haben. Der hat keinen Weg mehr dran vorbeigeführt für mich. Irgendwann habe ich Varilin 4 ausgeliehen von einem ganz anderen Freund von meiner Schwester. Und da dachte ich dann plötzlich, oh mein Gott, der Game Advance ist ja so viel weiter als alles, was ich hier gesehen habe. Ich weiß nicht warum. Varilin 4 hat vom Soundtrack, weil da auch gesungen wird und irgendwie die Grafiken sind so. Und vergiss nicht die Mücke. Der fucking Soundtrack, stimmt. Das kann man ja alles freischalten. Da waren schon die ersten Ansätze von WarioWare, habe ich das Gefühl, von dieser Art Humor. Das war einfach 1:1 das, was sie in WarioWare fortgeführt haben. In WarioWare haben sie auch ganz viele Assets aus Wario Land 4 genommen, ne? Ich meine. Wario Land 4 hat ganz... Nee, Moment, Metroid Fusion Metroid hat auch viele Assets aus Wario. War dieselbe Engine irgendwie. Ja, genau. Das ist dieselbe Engine, ja. Ja, und das war für mich dann plötzlich so ein fortschrittliches Spiel, wo ich dachte, oh mein Gott, also so habe ich mich später gefühlt, als die PSP kam oder so, da dachte ich so, oh mein Gott. Wir haben ein Spiel vergessen. Wir haben nicht über Link's Awakening geredet, was ist da los?
Wir haben generell noch nicht über so viele Spiele geredet. Link's Awakening, muss ich sagen, habe ich erst so richtig komplett durchgespielt als Remake. Ich habe es immer angefangen, aber irgendwie nie beendet, obwohl es ein super schönes Spiel ist. Ja, ich damals auch. Oh, ich habe Link's Awakening so gerne gespielt. Ich kam auch sogar relativ weit. Ich habe super lange gebraucht. Ich kam aber verhältnismäßig weit. Ich hatte schon die Pegasus-Stiefel. Und für meiner Welt war das ziemlich weit. Und da war das Problem, ich glaube, ich habe es damals auch in Links. Ich sollte aufhören zu sein, dass ich die Geschichten schon mal erzählt habe. Ich will nur sagen, ich weiß, dass das hier Mogi macht lange YouTube. Ich hab ein paar tausend Videos gemacht, okay. Ich halte mich zurück zu erzählen, dass ich auf Gold gestoßen bin im Urlaub, weil ich das auch schon erzählt habe. Das ist auch nicht. Oh Gott, das ist gut. Ich war auf jeden Fall mit diesem Floß, wo man da durch dieses Labyrinth, glaube ich, fährt. So weit habe ich auch schon gespielt gehabt auf dem Game Boy damals. War mies. Ich Link's Awakening gefunden. Ich hatte es, ich weiß nicht, ob ich es selber, ob ich es ausgeliehen hatte, kann ich nicht mehr sagen, aber ich habe es super gerne und super viel gespielt und natürlich war man auch so stolz auf sich, wenn man herausgefunden hat, dass man einfach die Schaufel klauen kann, auch wenn man im restlichen Spiel dann einfach nur Dieb genannt wird. Ich habe meinen Charakter natürlich Zelda genannt, was mir damals nicht bewusst war, war die Tatsache, dass man, wenn man sich Zelda nennt, dass man dann den abgeänderten Soundtrack bekommt in dem Spiel, was relativ interessant ist. Ich dachte, der Junge heißt Zelda, den man spielt. Ich habe das verstanden, dass du es deswegen gemacht hast, deswegen musste ich so lachen, weil das so ein Klassiker ist irgendwie, aber... In dem Fall bekommt man wirklich einen abgeänderten Soundtrack dann. Das ist relativ interessant. Und bei dem Spiel, ich weiß immer noch nicht genau, was passiert ist. Ich glaube, wenn du Link eingibst, kommt aber auch ein Sound. Aber nicht ganz sicher. Na, ja, es gibt da einige komische Passwörter. Es war generell einfach eine sehr wilde Lokalisierung bei Link's Awakening. Vor allem, wenn wir von der Originalversion reden. Ich gebe dir meinen. Nie ohne Kondom. Nie ohne Kondom. Denk dran, Kinder. Bei mir war die Sache, ich habe es dann damals aber nie durchgespielt, weil ich meine, ich kam nicht wirklich weiter und dann irgendwann habe ich den Game wieder angemacht und es waren keine Spielstände mehr drauf. Ich weiß immer noch nicht ganz, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein heimlicher Racheakt meiner Schwester für irgendwas war, was ich aber nicht glaube, denn sie war zu dem Zeitpunkt bereits eigentlich über Videospiele hinweg. Yo. Sie war nicht mehr wirklich interessiert an Videospielen zu dem Zeitpunkt. Stell dir vor, Fully. Ich glaube, es war vielleicht irgendwas... Kann passieren. Vielleicht hat die Batterie einfach kurz irgendwie Verbindung verloren oder so. Es wäre so witzig, wenn du einen Bitflip erlitten hättest. Es kann passieren. Es hätte auch einfach ein Bitflip sein können. Zack, Spielstand weg. Ich denke, es kann viele Gründe geben, warum die Spielstände dann weg waren, aber... Ja, irgendwann einmal, eins habe ich das Spiel angemacht und Spielstände waren weg. Und es ist dann doch ein bisschen demotivierend. Ich konnte danach noch abspeichern, okay? Es war nicht, dass die Batterie dann komplett schon leer war. Also kann es das nicht sein. Tatsächlich zur Lebenszeit des Gameboys wusste ich nicht einmal, dass Zelda existiert. Geschweige denn für den Gameboy. Das ist einfach nur enttäuscht. Ich habe Zelda erst wirklich spät kennengelernt. Mein erstes Zelda war Wind Waker. Ich kannte Link nur aus Smash Bros. Aber ich habe, wie heißt die nochmal, Oracle of Seasons und Ages, eins von beiden, habe ich mal Let's Playen wollen, da hatte ich sogar noch einen Sequel Let's Play Channel, dessen Namen ich nicht mal droppen will, weil ich nicht weiß, ob man das noch findet. So, dann ich habe mal Johnny versucht zu streamen und die Mach beiden sind echt nicht so gut gealtert. Ach, ja, ich habe so 10 Folgen aufgenommen und dann... Ja, aber so die Luft raus. Ich hatte eins davon auch mal über Sommerfeld oder so ausgeliehen. Remakes gebrauchen. Und ich kam auch nicht übermäßig weit. Ich fand es an sich ganz cool. Ich kann mich hauptsächlich noch erinnern, dass eine Hexe herumgeflogen ist und dass diesen, ich glaube, es ist ein Zora eigentlich, der war aber rot in der Game of Color Version und für mich war es immer so, als wäre das Shiny Garados, das einen da abschießt. Oh ja. Ich seh's. Aber ja, ich habe an das Spiel echt nicht viel Erinnerung. Wenn ich heutzutage immer wieder mal ein bisschen was davon sehe, dann denke ich mir, ja, irgendwie gar keine Lust. Gar keine Lust. Aber wenn sie es remaken würden wie Link's Awakening, hey. Da hätte ich Bock drauf, Da bin ich dabei. Aber jetzt das Original. Das sollten sie echt tun. Ja. Es ist schon wieder ein bisschen her seit dem letzten Zelda-Teil. Ja. Also seit dem letzten 2D-Zelda-Teil tatsächlich noch. Originelles hatten wir seit... Hey, Triforce Heroes nicht mehr, oder? Oh Gott, Triforce Heroes du gab's lässt ja jetzt. Stimmt. Triforce Heroes benutzt nur die Assets aus Link Between Worlds. Ja, ich meine Between Worlds schon, aber Triforce Heroes ist eigentlich das letzte originale Zelda-Spiel. Und sonst hatten wir Link's Awakening 2019 oder so, ne? Ja, aber selbst wenn die jetzt kommen, hat das doch nichts mit Original zu tun. Das wäre ja auch nur ein Remake. Ich glaube, ein richtiges 2D-Zelda, ein eigenes, das wird
Ich meine, ich sag niemals nie, aber. Sie haben ich glaub, das jetzt nicht erwartet. Zurückgebracht und es kam gut an. Also ich habe das Gefühl, sie lassen 2D-Zelda nicht so sterben. Genau wie 2D. Nee, glaube ich auch. Ich meine, nee, es ist Original. Nur echt nicht so viel passiert, ne? Also wenn kein Original-Teil. Dann wiederum, wir hatten seit 2013 kein Original 2D Mario Teil und jetzt haben wir. Sie könnten wahrscheinlich auch die DS-Teile irgendwie remaken. Als eine Sache oder so. Nee, werden sie nicht. Keine Sorgen. Ich hätte aber. Ich habe Angst davor. Ich mache mir keine Sorgen. Meint ihr einfach keinen Gedanken darum, das würde nicht passieren. Also. Nee. Meint ihr keine Sorgen. Zum Glück. Schlicht und ergreifend nicht passieren. Puh, okay. Ich glaube, das war genug über den Gameboy. Ich für meinen Teil würde natürlich, wenn ihr interessiert seid, ja, die alten Geräte würde ich nicht empfehlen, weil sie hardware-technisch einfach sehr blurry sind. Sie sind nicht beleuchtet, es ist sehr schwer, irgendwas zu erkennen. Es ist ein Elend. Vielleicht, wenn ihr lange nicht mehr auf einem Game Boy Pocket oder generell alten Game Boy gespielt habt und euch denkt, oh ja, damals habe ich gern drauf gespielt, eure Augen sind nicht mehr die Augen von damals, ihr habt nicht mehr die kindliche Faszination davon, was einen an diesem Bildschirm band. Ihr seht das und ihr denkt euch, warum sehe ich nichts? Warum ist es so blurry? War das immer so? Das war doch nicht immer so. Und ich kann euch sagen, ich weiß nicht, ob es immer so war, ehrlich gesagt. Das sind alte Displays an dem Punkt. War es immer so? Wurde es mit der Zeit schlimmer? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall absolut grauenhaft. Ja, dementsprechend, ja, ich würde irgendwelche modernen Versionen, keine Ahnung, vielleicht irgendein Emulator-Handheld oder generell einen gemoddeten Game Boy Color. Es gibt Game Boy Spiele auf der Switch. Ja, Mario Land 1 gibt's eigentlich. Aber, ich meine. Die alle mal für 10 Minuten. Wenn man jetzt gerade Zugriff zu einer Heimkonsole oder PC oder sowas hat, dann ich meine, klar, hast du viele Wege. Aber jetzt geht ja mehr um die portable Spielerfahrung. Eine Frage habe ich noch. Wie hast du dich gefühlt, als du Mario Land 2 hast du ein Jahr gebraucht, aber Mario Land 1 hast du nach 20, 25 Jahren vielleicht durchgespielt. Na, ich hatte es davor schon mal durchgespielt gehabt, zwar nur mit der super vielen Leben gecheatet. Ach so, das Ding, ja, okay. Wie hat sich der Soundtrack für dich angehört? Weil ich finde bis heute diesen Moment so magisch, wo ich dann auch zu meinem Vater gerannt bin und meinte, hier, von wegen Löwe, ich habe das Spiel durchgespielt, siehst du die Credits? War 13, 14, weiß ich nicht mehr. Es ist mein zweitliebstes Lied aus der Super Mario Land Reihe. Es ist... ich finde es so stark, da ist so ein Drop drin. Und ich finde, das ist für die Gameboy-Folge eigentlich auch. Ich mag auch die ganzen Lieder überhaupt. Ja, Chiptune ist super. Mein Lieblingslied ist übrigens die Galaxy Zone aus Mario Land 2. Oh, die ist stark. Ich glaube, das war das Crawling-Level und das ist einfach ein Hit. Ja. Ja, aber hier, da kommt am Anfang dieses normale. Ja, das Crazy-Lied aus Teil 1 ist auch super. Theme und dann kommt bei 20 Sekunden dieser so eine Art Drop und dann geht's so, das ist so magisch, dieses, du hast es endlich geschafft, weil ich habe halt ewig gebraucht, das Spiel durchzuspielen. Ich finde das auch ein netter Abschluss für die Gameboy-Folge. Ja. Ja, das wird auf jeden Fall im Post rein editiert. Da freue ich mich. Viel Spaß, mir. Das kann auch das Outro sein oder so. Wir machen kein Outro. Nicht? Nee. Hier unten ist das Video, könnt ihr raufklicken, dann kommt ihr zu einfach vorgeschlagenen Videos. Und da drüben eins, was der Algorithmus für euch ausgesucht hat. Und bei dem hat YouTube entschieden, dass ihr es sehen wollt. YouTube hat recht. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Ja, was ist euer liebstes Gameboy-Spiel? Dachte ich mir. Okay, dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Meile 2 vermutlich. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich glaube, die meisten Leute werden einfach Pokémon sagen, weil Pokémon ist stark. Ja, also so das, was wofür Leute den Gameboy hatten.